Fix. Dann fangen wir heute an. Hilft ja nichts. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind heute in einer männlichen Überzahl. Das hat sie nach diesem langen Frau Gust, der jetzt bis in den September hineingereicht hat, ja überhaupt nicht mehr gewohnt. Und deswegen steuern wir jetzt einmal so richtig mit einer Übermacht an Testosteron gegen. Und dazu begrüße ich mal den Flo. Hi Flo. Servus. Ich darf aber auch den anderen Flo, den interessanten Flo begrüßen, nämlich den Florian Krasl. Ja, hi, auch von meiner Seite, hi. jetzt bin ich nicht nur, wenn wir irgendwo beim Sporthunger sind, der andere, jetzt wäre ich doch das zweite Mal durch wen ersetzt. Das gefällt mir nicht so. Naja, hilft ja nichts. Du bist in der IT. Du versuchst ja immer Sachen zu automatisieren und auszulagern. Ja, jetzt passiert es da einmal, passt es auch wieder nicht. Ja. Und dann haben wir noch den Tom Wagner bei uns. Grüß dich. Servus, grüß euch. Hallo. Ja, jetzt wisst ihr mal, wer da ist. Wir möchten uns heute ganz herzlich bei der PECON bedanken. PECON Solutions, das ist sowas wie der regionale Biobauer der IT. Das heißt, die setzen sich ein für Nachhaltigkeit, fokussieren sich auf Green IT, schauen, dass wenn Dinge zum Beispiel vom Hersteller nicht mehr unterstützt werden und ihr habt das im Einsatz und braucht es aber weiterhin und es funktioniert auch, sagen sie, hey, wir haben da wen an der Hand, die supporten euch das. Für kleine Münze machen wir das. Ihr sagt, hey, ich brauche diese und jene Software, ich brauche die und die Hardware. Sie sind immer auf eurer Seite und schauen, dass sie die Lösung für euch finden, nicht die Lösung für irgendeinen Hersteller. Also sie sind definitiv unabhängig von Herstellern. Sie haben diverseste Leistungen im Portfolio. Sie kennen vor allem auch in der Region Menschen, wo sie sagen, hey, wir können das nicht, aber wir kennen jemanden, der es kann. Haben gute Partner an der Hand und wir vertrauen dem Podcast auch ganz und gar der PECON. Das heißt, wenn ihr das Zeug runterlädt, dann macht ihr es von deren Standort. Also, wenn ihr mal was braucht, schaut auf die Webseiten bei uns oder in die Shownotes. Ab zur PECON, du hast das schon gerissen. Hallo liebe Leute, wenn ihr noch auf der Suche seid nach dem idealen Herbstmarathon, dann möchte ich euch kurzfristig den Blaufränkisch-Landmarathon im Mittelburgenland anbieten. Der ist am 8.10. Es gibt eine 10 Kilometer Distanz, es gibt eine Halbmarathon-Distanz und es gibt eben den klassischen Marathon. Der geht durchs Mittelburgenland. Das ist ein wunderschöner Genusslauf durch das sonnige Mittelburgenland. Und es findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und verspricht echt eine tolle Veranstaltung zu werden. Wenn ihr wirklich, wirklich Lust habt und jetzt Angst habt, dass ihr vielleicht keinen Startplatz mehr findet, dann lasst euch gesagt sein, ihr könnt hier über den Laufenden Decken Podcast 3x2 Startplätze für den Blaufränkischland Marathon gewinnen. Ihr dürft euch die Distanz aussuchen. Und was ihr dafür tun müsst, ist einfach uns liken auf Instagram, den Beitrag zu der Episode liken und dort euren Laufparty, mit dem ihr den Blaufränkischland-Marathon laufen wollt, taggen und wir suchen uns dann aus allen Kommentaren den Gewinner aus. Ein Sendeschluss oder ein Like-Schluss ist der 25. September. Bis dahin könnt ihr aus eben noch unser Instagram-Profil liken, den Beitrag zu der Episode liken, euren Laufparty verlinken und dazu schreiben, warum ihr vielleicht gerade mit ihm laufen wollt. Und dann werden 3x2 Startplätze für den Marathon verlosen. Viel Spaß! Ihr wisst auch, wie ihr uns den ganzen Tag und die ganze Nacht lang verfolgen könnt, nämlich auf Instagram und Facebook. Und ihr könnt uns auch unseren Lebensstil verbessern versuchen, indem ihr uns Geld auf Patreon oder Steady zuwerft. Es hilft aber auf einmal einfach nur, dass wir dann auch während dem Podcast wieder Bier trinken können. Und ihr könnt uns natürlich auch auf TikTok zusehen, wenn wir tanzen. Das hilft kein was, aber macht auch viel Spaß. Peter zu Material Girl tanzt. Danke. Aber ja. Einen unbedingt anschauen, bitte. Gut, kommen wir zu sinnvollen Dingen. Ich hätte gesagt, wir stellen einmal unsere zwei Gäste kurz nochmal vor.
Das lässt sich nämlich auch total gut vereinen. Nämlich sowohl der Tom als auch der Flo sind beide langjährige erfolgreiche Ultraläufer mit dem Spezialgebiet 100+, möglichst technisch. Ich glaube, das trifft bei beide gut zu. Sie können beide, sie behaupten beide von sich, dass sie kurz nicht gut sind und langsam. Lasst euch davon niemals täuschen. Das, was sie sind langsam und kurz meinen, ist, es gibt andere, die schneller sind. Das zählt aber nicht. Also außer man ist einer von den paar anderen, die es da halt gibt. Aber grundsätzlich, doch, die sind auch kurz sehr schnell. Nur lang werden sie halt nicht langsamer. Was meinen wir mit lang? Der Tom ist Serienteilnehmer und auch Sieger, glaube ich, beim Chiemgauer 100. Und 100 steht da für 100 Meilen. Ist in seinem Leben schon alles Mögliche gelaufen, von wenn man bei kurzen Dolomiten Sky Race über die 100 Meilen von Istrien, über schottische Trails, Salomon Skyline hat das, glaube ich, geheißen, den Zugspitz natürlich, Zegama, Istrien, weiß ich nicht, ob du jetzt schon alle Strecken gelaufen bist, aber ich glaube zumindest 3. Die kurzen noch nicht. I guess. Also Marathon und kürzer nicht. Oh, okay. Dann beim Miut Top 30 gelaufen, in UTMB angelaufen, in Glockner natürlich, weil warum auch nicht. Und weil lang und komplex den PTL gefinisht. Mit, was hat der PTL? 350 vielleicht? Letztes Jahr waren es 305, das ist variabel, je nach Strecke, die jedes Jahr sich ändert, aber 305 mit. Okay. Ein paar tausend. Okay. Und auf der anderen Seite haben wir in Florian Grassl, der auch so in der, wie soll ich mal sagen, Liga unterwegs ist von in Transalpin ran, weil der jetzt ja gerade war, schon mehrfach gefinisht. In UTMB mehrfach gefinisht, mitunter in den Top 10. Natürlich ganz weit vorn beim Falscher Grenzstaffellauf. Ich meine, wie internationaler Rang und Namen wohl dieser Lauf. Dann im Mozart 100 gewonnen. Tromsø wundert mich, weil es ist eigentlich sehr, sehr kurz für dich. Aber dafür halt sehr technisch. Aber da weit vorn. Ja. Sehr cool. Das haben wir von der Lisa Riesch gehört, von vor 2 Folgen. Die hat auch geschwärmt von diesem Rennen. Und den Glockner hast du auch schon gewonnen. TDS ganz weit vorne. Ja, also wie man so sieht, beide sehr, sehr aktiv, sehr lange schon aktiv und sehr erfolgreich aktiv. Ich glaube, das ist so für die Einführung gar nicht so übel. Ja, und das 100 steht ja nicht für den Jahrgang, sondern halt wirklich für die Meilen oder Kilometer. Ja, so viel jetzt auch nicht mehr hin zu 100, oder? Naja, in der Hinwertung wird es fast schon ausgehen. Also wir können bald in der Senior Masters beim Transalpin starten wahrscheinlich, ne? Ja, das war ja noch, dann geht es das aus. Ja. Wenn es das zusammen macht, spielt es eh wieder ganz vorne mit. In der Senior Master vielleicht, ja. Auf das warten wir ja, deswegen. Ja. Aussitzen. Genau. Altersklassen aus. Ja, genau, richtig. Wir sitzen so raus. Und wir haben euch beide im Jahr 2021 bei uns gehabt, zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Aber ihr habt jetzt da beide in diesem Jahr auch schon extrem viel gemacht. Ich meine, in Flo habe ich getroffen beim K110, wo du Fünfter geworden bist und dann gesagt hast, es war da, wie war das? Zu kurz und zu untechnisch.
Für einen Platz weiter vorne. Naja, und einfach zu schnell. War halt wirklich sehr schnell. Das Rennen war wirklich schnell, ja, das stimmt. Wobei, du warst jetzt nicht langsamer. Die 100 Kilometer in unter 11 Stunden ist jetzt da, muss man einmal machen. Ja, danke. In dem Fall weiß ich ganz genau, wovon ich rede, weil ich habe 3 Stunden länger braucht. Nein, stimmt gar nicht, 2 Stunden. Aber trotzdem, 2 Stunden sind trotzdem viel Zeit. Und du hast dieses Jahr auch jetzt da den Pitztal, den Langen, gewonnen. Mhm. Ja. Aber der war ja nur unabsichtlich, oder? Oder war das irgendwie? War das ja, aber der ist ein bisschen unabsichtlich reingelaufen, ja. Erzähl, wie kann das passieren? Ja, ich habe mich nach dem Eiger 250 so unsterblich gefühlt. Und das wollte ich auf die Probe stellen und da ist man halt dann der Pitztal reingelaufen. Und da hat es bestätigt, aber dann, ja, werden wir vielleicht eh später noch dazu kommen, beim UTMB ist das dann doch nicht so gut ausgegangen. Also, ja. Einmal gewinnt man, einmal lernt man. So. Also, du hast festgestellt, du bist doch nicht unsterblich. Ja, nein, das habe ich müssen am eigenen Leib feststellen, ja. Wobei, zwischen Eiger und Pitztal waren ja keine 4 Wochen. 3 Wochen, ja. Ja, und das ist halt, damit alle wissen, wovon wir reden, wenn wir vom Eiger reden, ist jetzt beim Eiger Ultra mitgelaufen, aber halt nicht den normalen, von was die anderen Wahnsinnigen laufen, also sprich die 100 Kilometer, sondern den Eiger Ultra, der dieses Jahr zum Jubiläum eine neue Distanz ausgerufen hat, nämlich den Eiger Ultra 250. Also 250 Kilometer, 20.000 Höhenmeter, damit nichts sein kann. Und den im Zweierteam. Und ich glaube, mit ähnlichen Vorgaben wie beim Transalpin, also sprich, du musst immer in, weiß ich nicht, Riechreichweite sein zueinander. Man läuft zusammen, genau. Ja, das ist noch 100 Kilometer, sind das eher 200 Meter. muss man da dann immer zusammen sein oder muss man da nur bei den Checkpoints nah genug sein? Weil beim Transalpin, glaube ich, sind so die Checkpoints. Also da ist es auch so, dass im Prinzip den GPS-Sensor einer trägt. Also es haben nicht beide jeweils einen und jeder einen und es wird verglichen, sondern man kommt halt hin zu den Checkpoints. Dazwischen, ja, wenn einer eine Pinkelpause einlegt, kann der andere sich schon weiter bewegen, da wird sich keiner aufregen. Ne? Ja. Ne, was ja bei so einer Distanz, glaube ich, auch nicht den massiven Zeitverlust bringt, weil du sprintest ja nicht 250 Kilometer lang, sondern du hast ja durchaus auch Passagen, wo du gehst und dann ist der Abstand jetzt nicht so groß. Aber wenn man da kurz vielleicht beim Eiger bleiben, wie, und vielleicht dazu irgendwie zum Beginn zu kommen, wie, also ich meine, dass man grundsätzlich 250 Kilometer läuft, ich glaube, das ist euch jetzt nicht so fremd, aber wie kommt man darauf, dass man das zusammenläuft? Weil man kennt das ja auch vom Transalpin. Da sagt mir oft, dass Ehen geschieden wurden, weil das doch sehr heikel ist, wenn man da so viel Zeit mit oder geschlossen. Oder geschlossen. Also, seid ihr nun getrennt oder zusammen? Aber wie kommt man da auf die Idee und wie findet man sich dann irgendwie, dass das auch wirklich, wirklich passt? Flo, vielleicht magst du die Vorgeschichte vom Vorjahr erzählen. Ja, ich glaube, ja. Ich habe dir da einen Flo ins Ohr gesetzt, Tom. ich habe ihn ganz kurzfristig angeschrieben, weil ich das eben zufälligerweise gesehen habe, dass es diesen Eiger 250 gibt und mir das schon immer interessiert hat, wie sozusagen diese zweite Nacht sein wird. Ja, und das habe ich noch nie bis jetzt erlebt und habe mir gedacht, das war vielleicht ein guter Lauf dafür. Und noch der Beste in Österreich in dem Bereich ist und mit dem BTL-Finish da die Messlatte sehr hochgelegt hat, habe ich mir gedacht, ich probiere mein Glück und schreibe mal. Und ja, anscheinend hat der Flo im Ohr dazu bewegt, dass er das mit mir macht. Ja. Kann man da Nein sagen, wenn der Flo Grasl einem anschreibt und sagt, er will mit dir laufen gehen? Nur bedingt oder schwierig. Aber was ich noch gemeint habe, vielleicht, wir haben auch kurz im Jahr davor schon geredet, ob mit ihm eine Option PTL wäre. Deswegen habe ich gemeint, ob du das erzählst.
da sind wir im Winter mal laufen gegangen und hast das angesprochen. Und da habe ich aber schon meinen damaligen zwei Teamkollegen zugesagt und gesagt, leider nein. Und deswegen war das irgendwie so lustig, weil dann ist der Screenshot gekommen von dem E250 und diesmal bin ich nicht zu spät, oder? Und machen wir das. Und dann ist relativ schnell von mir eigentlich schon gekommen, ja, gerne. Also. Die Absage habe ich schon verdrängt gehabt, ja. Das hat mein Ego nicht verkraftet. Da haben sie aber den nächsten Lauf suchen müssen und dann war der Eiger gut dafür. Genau. Und wenn man sich das gefunden hat, ich meine, ihr wohnt ja jetzt nicht ganz nebeneinander. Trainiert man dann auch wirklich regelmäßig gemeinsam oder wie geht man das an? Ja, nachdem wir ja beide jetzt Väter dementsprechend sind, ist die Zeit halt leider auch sehr begrenzt. Und wir haben so einen Plan gehabt und haben uns immer wieder Termine rausgeschrieben und auch Ideen rausgeschrieben, dass wir das machen. Aber wenn ich mich jetzt nicht irre, es ist nur einmal zustande gekommen, dass wir einen 30-Kilometer-Lauf in Graz machen gemeinsam. Aber wir haben so viele Pläne gehabt, die waren eigentlich alle auch recht cool, aber leider ist mir das irgendwie ja, zeittechnisch dann doch nicht ausgegangen. Aber sagen wir mal, die Pläne waren gut. Was habt ihr in Graz beim 30-Kilometer-Lauf genau trainiert? Die zweite Nacht? Wir haben uns riechen können. Das After-Run-Bier? Das haben wir gar nicht hingekriegt, oder? Glaube ich. In Graz. Nein, nicht einmal After-Run-Bier. Das ist so da ausgegangen, wenn wir so im Zeitstress waren. Ist das Bier blank gestanden? Das ist die große Frage. Bitte? Das hätte man zumindest einen Plan schreiben müssen. So jede Woche, dann wäre es jetzt vielleicht einmal funktioniert. Ja, aber ich muss sagen, wir haben ja schon Erfahrung gehabt miteinander. Wir sind ja schon 3-4 Tagen in der UTMB-Strecke auch gemeinsam abgelaufen und so. Also wir haben schon ein paar Sachen gemeinsam gemacht im Vorfeld. Also wir haben hoffentlich gewusst, auf was wir sie einlassen. Genau. Das heißt, es war auch nicht so ein großes Risiko, dass das jetzt irgendwie, ich meine, theoretisch kann natürlich immer was sein, aber das Risiko war jetzt nicht zu kriegen. Keine Ahnung, wenn ich das mit Peter machen würde, glaube ich, müsste man da auch nicht speziell vorher trainieren. Ich weiß, dass er sowieso davonläuft und dann muss er halt einfach langsamer machen. Naja, aber ihr habt gewusst, dass ihr quasi ein ähnliches Stärkenprofil habt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr das ähnliche Stärkenprofil habt. Also sprich, dass ihr einen ähnlichen Schritt bergauf, bergab habt, weil das kann ja, glaube ich, mitunter schwierig sein, wenn der eine, weiß ich nicht, immer wenn es flach ist, richtig Gas gibt und der andere bergauf, bergab quasi sie immer selbst zurückregeln muss. Ja, also ich glaube, da haben wir wirklich immens harmoniert und was, warum ich auch in Dommer gefragt habe, und ich glaube, das beruht auf gegenseitig, dass man ja aufeinander dementsprechend Rücksicht nehmen und dann nichts, also das Finish halt auf jeden Fall das Ziel ist und der Weg dorthin ja auch dementsprechend Spaß machen soll. Und das war, glaube ich, das Wichtigste. Dann, oder? Hätte ich auch gesagt, genau. Und ich glaube, mit der Erfahrung von BTL von vorher habe ich gewusst, dass man am Anfang nicht übertreiben darf. Flo, obwohl er noch nie die zweite Nacht gesehen hat, hat von der vielleicht auch einen gewissen Respekt gehabt. Und von dem her haben wir gewusst, wir brauchen es nicht gleich übertreiben am Anfang. Ne? Das war sicher da, ja. Ja, ich finde irgendwie das Wichtigste nur, dass man sich irgendwie zurückhalten kann, wenn man irgendwo jetzt gerade ein bisschen schneller drauf, solange man sich irgendwie. Man muss, glaube ich, gar nicht so wirklich gleich schnell sein. Solange man Rücksicht nehmen kann, ist fast doch wurscht, wie weit man auseinander liegt. Ja, ich glaube, eben dieses Einstellen auf den anderen und da immer auf sich selber und auf den anderen hören. Das ist, glaube ich, sicher natürlich auch beim Transalpin-Run oder bei solchen Läufen da die große Herausforderung, aber da haben wir sie schon gewusst, auf was wir sie einlassen, weil wir uns ja schon gut kennt haben und auch eben das auch vom technischen Bergauf, Bergab gewusst haben, dass wir da ja, auf jeden Fall gleich gut sind und das auf jeden Fall harmoniert und passt, ja. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, was wichtig ist, ihr habt dieselbe Zielsetzung gehabt, also es war für euch ins Ziel kommen jetzt wichtig, auch, ich weiß nicht, ob ihr insgeheim dann vielleicht doch irgendwie auch mit einer Zeit oder so geliebäugelt habt, aber es hat zumindest so gewirkt, dass wäre das klar, wenn so beim Transalpin einer will noch durchkommen und der andere will irgendwie top irgendwas laufen, dann ist das auch irgendwie ein Rezept für ein Desaster. Das ist schon definitiv ganz gut. Und der Transalpin hat sicherlich den Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man sieht, dass man jeden Tag Zeit hat, oder? Danach
irgendwas zu diskutieren, zu machen oder nicht zu machen. In dem Fall war diese Zeit danach erst in Grindelwald wieder. Ne? Aber die Frage ist nur, wenn man dann so in der zweiten Nacht ist und nicht mehr ganz die Kraft hat, sich irgendwie zusammenzureißen, wie sehr man dann seinen inneren Teufel rauslässt und dann vielleicht sich nicht von seiner besten Seite zeigt. Das habe ich bei Kilometer 42 schon hingekriegt. Von dem her haben wir das schon in der ersten Nacht oder vor der ersten Nacht ganz gut. auf das komme ich gleich zurück. Aber ihr habt quasi einmal vorher einen gemeinsamen Lauf gemacht. So. Ein paar Kilometer. Dann habt ihr euch getroffen in Grindelwald oder seid ihr zusammen hingefahren und habt gesagt, so, jetzt einmal um diesen Berg herum, das geht sich aus. Habt ihr irgendeine Idee gehabt, welche Dauer dass das Ganze haben wird? Also so Pi mal Daumen oder habt ihr euch eine Maßstabelle vorher gemacht oder abgeschätzt, wie sich das angeht? Oder war das einfach so, wird schon passen. Also sagen wir so, der Flo hat mir, also wir sind zusammen hingefahren mit dem elektrisch, darf man sagen, oder? Mit ein paar Zwischenstopps, das heißt, es war Zeit zum Reden und bevor es losgegangen ist, sind einmal, man muss halt schauen, ob man das ganze Material hat, oder ob das alles passt, in welchen Rucksack man das bekommt und da sind vom Flo einige E-Mails, WhatsApp gekommen, inklusive auch einer Liste dann, okay, die Veranstalter rechnen mit den ersten mit plus minus 50 Stunden. Das war für mich eigentlich eine gute Info, aber das hat geheißen, das ist definitiv weniger technisch als ein BTL und das ist auch alles auf Wanderwegen, oder? Und das ist einmal der erste Anhaltspunkt und nach hinten ist es halt 100 Stunden, also das ist Faktor 2, aber somit hat der Flo gleich einmal eine Liste gemacht, wo wir wann in etwa sein könnten, wenn wir uns zumindest an der erwarteten Zielzeit setzen. Das ist ja trotzdem das, dass man sagt, das glauben die, dass möglich ist und die kennen die Gegend. Also vielleicht, Flo, du noch ausholen, was da noch reingegangen ist. Ja, genau so ist es im Endeffekt gewesen. Also natürlich haben wir gewusst von unserer Konstitution, diese 50 Stunden könnten in etwa drinnen sein. Aber wie gesagt, nachdem, dass ich ja da auf der weiten Strecke auch noch unerfahren war, haben wir so gesagt, wir machen sie da auf jeden Fall keinen Stress und gehen jetzt nicht nach Marschtabelle vor, sondern schauen, dass wir halt ins Rennen reinkommen, gehen ganz langsam an und ja, schauen, dass wir dementsprechend durchkommen. Dass das dann halt ziemlich genau auf die Zeit hinausgegangen ist, war halt dann auch wirklich reiner Zufall, muss man auch dazu sagen, aber ja. War auch ein schöner Zufall. Also ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, insgesamt sind es bei euch tatsächlich die 250 Kilometer gewesen und ihr wart noch 50 Stunden, ich glaube 47, sagt die Ergebnisliste im Ziel und habt das Ganze ja gewonnen von insgesamt, ich glaube, 85 Paarungen, die gestartet sind, wenn ich mich nicht täusche. Weil ins Ziel gekommen sind ja nicht so viele. Also es gibt Paarungen oder Dreierteams, das waren die zwei Möglichkeiten zu starten. Ah, korrekt, ja. Und stimmt, und 37 Teams sind noch ins Ziel gekommen. Weil kurz vor Schluss ist dieses thailändische Dreierteam ins Ziel gekommen. Nach, ich glaube, 97 Stunden oder so. Also ich glaube, 100 Stunden war, glaube ich, Cut-off, genau, wenn ich nicht täusche. Ja, und 97 Stunden ist schon brutal. Also ist da von der Dauer des Laufs. Also es ist quasi der Transalpin nur halt ohne Transport und Pause. Und ihr seid ja durchaus schon auch als Favoriten in das Ganze reingegangen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr euch auch als Favoriten gesehen habt, so also von außen betrachtet. Oder wenn man jetzt einfach nur auf die ITRA-Scores geschaut hätte, hätte man ja gesagt, okay, die werden schon, wenn sie das gut miteinander durchhalten, werden die schon weit vorn zum Finden sein. Gleich wie die Esther Fellhofer, die mit ihren zwei Leuten unterwegs war. Das muss ich euch doch eh noch fragen.
ich glaube ja, dass die zwar richtig gefordert hat, das Gas geben. Die hat uns gefordert schon. Also. Wirklich? Ja, nicht nur ihre zwei Teammitglieder, sondern auch uns gefordert, ja. Ja, ich glaube, wenn du die Esther was in den Kopf setzt, dann wird da ordentlich andruckt. Haben wir zumindest am Anfang recht deutlich gesehen, ja. Beim ersten Downhill. Ja, wir haben, ich hab's live mitverfolgt und da waren irgendwie drei Pärchen, also drei Teams, die relativ weit vorn waren. Also ihr, sie mit ihren zwei Begleitern und dann noch ein drittes. Und das war ganz spannend mit zum Verfolgen. Also für alle, die das jetzt anhören, also wenn man es spannend findet auf einer Karte, wo Pünktchen sich bewegen, zu schauen, welcher Punkt sich schneller bewegt, über Stunden. Das war jetzt kein UTMB Live Coverage, ne? Das war es, glaube ich, nicht. Gell? Nein, leider nicht. Aber du hast gesagt, nach 42 Kilometer, was ja wirklich noch ein paar Stunden ist, hast du schon quasi versucht zu schauen, wie der Flo darauf reagiert, wenn du mal rauslässt? Genau, also was man sagen kann, vielleicht, wir haben einerseits echt ein Glück gehabt mit dem Wetter, weil es eigentlich super schön war, aber super schön heißt auch in den Schweizer Alpen eigentlich zu heiß, ne? Oder zu heiß, es war sehr warm. Und ich habe die Hitze, Schrägstrich vielleicht auch Höhe, relativ früh zu spüren bekommen. Und wir haben dann einmal bei einer Hütte einmal Pause eingelegt und da habe ich eine Cola gebraucht. Und eigentlich ohne viel zu reden, der Florian hat gesagt, so, jetzt nimm mir mal deinen Rucksack, dann halt mal plus minus die Geschwindigkeit und du versuchst dich zu erholen. Ne? Und das habe ich in dem Fall schon nach nur, und Anführungszeichen, 40 Kilometer sehr dankend angenommen. Ne? Mhm. Wie schwer war euer Rucksack? Meiner schwerer als der Flo sein. Damit man ein Gefühl kriegt. Ich war da ganz entsetzt, was der Tom noch alles zusätzlich mit hat, was nicht auf der Packliste gestanden ist. Nein, zusätzlich habe ich nicht viel mit gehabt. Meine Trümmer waren noch einen dicken schwerer, ne, hätte ich gesagt. Ja, diese Fußcreme, wovon ich noch sehr dankbar bin dafür, muss ich sagen. Gut, die war mit. Ja. die war sehr entscheidend gegen den Wolf, also muss man auch dazu sagen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ja, na, zwischen 9 und 11 Kilo hat der Rucksack, glaube ich, gehabt, also meiner Meinung nach, und den Daumen seiner 11. Das ist ganz schön ordentlich. Ohne jetzt für irgendwen Werbung zu machen zu wollen, wobei mir ist das eigentlich völlig wurscht, kann man für irgendwen Werbung machen. Gibt es da irgendwie spezielle Tipps für Creme gegen Wolf? Weil ich glaube, das ist ein heißer Tipp, den jeder sich jetzt rot einringeln würde. Also auch ohne Werbung, es ist ein Eichhörnchen. Wer nachschauen will auf Englisch, dann findet er wahrscheinlich was. Ein englisches Eichhörnchen. Also das Squirrel Nut Butter. Ja. Die Eichhörnchen muss dieser, das hätte schon ein bisschen aufschreiben können. Dieser komische Deo-Stift. Es gibt Stift und es gibt Dose, je nach Bedarf. Okay. Oder je nach Temperatur, okay. Sagen wir so. Okay. Wenn heißt, dann Dose? Nein, du kennst das von mir. Ich habe mir den Stift gekauft. Ich auch. Es gibt das als Dose auch. So wie eine Vaseline gibt es auch als Dose. Das hat es beim Sportstand gegeben. Ja. Sagen wir so, wenn es sehr warm ist, ist die Dose eine Soße, und wenn es sehr kalt ist, ist das Stick ein Eis. Ja. Also da kriegt man es nicht runter. Also je nach, von dem her variiert es ein bisschen. Ne? Ah, okay. Also es war wahrscheinlich auch gar nicht so unwesentlicher Hinweis, wenn jemand sagt, er nimmt das Zeug mit oder verwendet das für, weiß nicht, und wenn es der UTMB ist, beim UTMB wirst du wahrscheinlich eher den Stick nehmen, weil das dort wirklich das Kältekit brauchst im August, ist jetzt nicht ganz so wahrscheinlich. Und wenn du jetzt da irgendwann im November was machst, dann nimmst du eher die Dosen. Naja, vor 2 Jahren haben sie das Kältekit aktiviert. Also es kommt relativ oft vor, dass sie das Kältekit aktivieren. Ja, aber das Kältekit, das hat 0 Grad gehabt und nicht minus 15. Nein, aber 0 wird man schon merken. Aber sagen wir so, wir haben eher das Schöne und Anführungszeichen gehabt, dass in der Nacht so warm war, dass da selbst da kurzes Leiberl in den
über den Gletscher drüber eigentlich mit maximalem Windjackerl okay war. Ne? Das ist tatsächlich sehr warm. Ich habe es beim Mitverfolgen bei anderen gesehen, die das halt gecovert haben mit auf Instagram und Social Media, die dann auch ausgestiegen sind irgendwann, weil einfach es war zu heiß und die gesagt haben, spürt's nicht. Also hat uns am Tag zu sehr die Kraft gezogen, als dass wir das durchgehalten hätten. Ja, das war halt auch wirklich die größte Herausforderung bei dem Ganzen, weil halt 40, 50 Kilometer Live-Base, wo du halt eben Verpflegung dementsprechend kriegst und dazwischen ja halt Selbstversorgung mit ja, eben Quellen oder Hütten. Und das hat eigentlich alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert bis Kilometer 170. Und da war eben so ein Segment, so ein Abschnitt, wo leider nicht viele Quellen waren. Und das war uns fast ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also keine Quellen. Keine Quellen, ja. Okay, das heißt, man darf bei dem 250er, man darf zu einer Hütte hingehen und sagen, hallo hier, zwei Cola, Weizen, wir müssen. Das haben wir auch genutzt, ja, bei dem einen Segment, wo wir zwei, drei Stunden dann schon fast ohne Wasser unterwegs waren und unter uns der Aletschgletscher geschmolzen ist und man den ganze Zeit gehört hat und das Eis gesehen hat und die Kälte gespürt hat vom Wind her und wir aber kein Wasser gesehen oder gefunden haben, ja, sind wir dann eben bei einer Hütte, haben wir, ich glaube, vor uns 35 Schweizer Franken haben wir Trinken und Eis gekauft insgesamt, damit wir dort wieder weiterkommen. Das ist der Moment, wo Geld wurscht ist. Ja. Da war wirklich in dem Moment war einfach nur Trinken und Eis, das war sensationell. Also es steht, glaube ich, in der Pflichtausrüstung sogar so 20, 30 Schweizer Franken als Pflichtausrüstung, dass man es mit hat, ne, um das zum Nützen. Ne? Aber plant man das vorher, dass man sich überlegt, wo es dazwischen den Live-Bases was zum Trinken gibt? Also ich meine, ihr habt ja erzählt, dass ihr so semi geplant habt, aber habt ihr das irgendwie vorher gewusst oder irgendwie, weiß nicht, zumindest rudimentär gewusst, wo ihr trinken könntet? Also unsere rudimentäre Annahme war, Gletschergebiet, relativ hoch, irgendwo rinnt immer irgendwas. Ne? Und das hat auch meistens funktioniert und wir haben auch, einen Filter habe ich sogar mitgehabt, den kleinen, den man draufschraubt zur Flasche eigentlich oder so, wobei in den meisten Fällen das hinfällig ist, aber es hat sich immer gut was ergeben, aber eben der Abschnitt, also man läuft ja von Grindelwald im Gegenuhrzeigersinn und dann ins Wallis rein. Und das Wallis ist einfach, jetzt wissen wir es, nochmal 1, 2, 3 Grad wärmer. Und da im südlichen Abschnitt von der Runde war halt wirklich teilweise weniger und nichts, wo man einfach mal schnell die Flasche bei einer Quelle oder in den Bach reingehalten hat. Ne? Das haben wir unterschätzt. Sagen wir so. Okay. Das ist dann so irgendwo der Abschnitt von wo Bellalp ist das, glaube ich, oder so, irgendwo da in der Gegend, oder? Dieser Aletsch. Bellalp nach Bellwald, oder kann man eigentlich sagen, ne? Das sind zweimal, also da wo der Aletschgletscher eigentlich die große Zunge vom Aletschgletscher gegen Süden geht, da geht man über, sehr cool, gibt es Fotos eigentlich, so riesen Hängebrücken drüber. Und dann geht es nach oben. Und da der Anstieg rauf, wo man so ein bisschen hinten, also nach Norden rein, wieder zum Aletschgletscher marschiert. Dort von der Idee hat man gesagt, da gibt es sicher was, aber das war, kann man mal sagen, bröseltrocken zu dem Zeitpunkt. Da war gar nichts. Aber und das ist das im Race-Briefing gesagt worden mit, hey, dort und dort und dort, oder sind die davon ausgegangen, hey, das sind Live-Basses dazwischen, entweder habt ihr was zum Trinken mit oder habt ihr Pech, oder also wie kann man sich das, wie genau ist da das Briefing vorher? Ich glaube, das hat uns, glaube ich, mit sagen wir so, nicht verunsichert oder nicht groß stressen lassen, dass das ein Problem ist, weil es geheißen hat, Flasks oder sagen wir so, trinken in Gebinden bis ein Liter reicht. Ne? Also es war, glaube ich, nicht einmal 1,5 Liter, oder? Ich glaube, 1 Liter war, glaube ich, ausreichend von dem, was sie angegeben haben. Und dann denkt man sich, naja, dann selbst wenn länger nichts kommt, aber mit 1 Liter so lang komme ich nicht aus. Für das war das der eine Liter oder die zwei 500 Milliliter Flask für den Abschnitt definitiv zu wenig. Ne? Es wundert mich, dass dazwischen nicht irgendwo Wasserstellen oder so gibt, weil das kennt man von vielen Trails, die sagen, okay, wir haben jetzt nicht überall besetzte
Labestation. Aber wir haben euch dort und dort einfach, weiß nicht, 8 große Kanister mit Wasser hingestellt. Und ich denke mir, ich meine, ihr wart jetzt die Schnellsten. Und wenn ihr schon sagt, dass ihr in dem Gebiet 2-3 Stunden nichts zum Trinken gehabt habt, will ich gar nicht wissen, wie es denen weiter hinten gegangen ist, weil das müssen ja für die dann 5, 6, 7, 8, 9 Stunden gewesen sein, keine Ahnung. Da ist das sicher Ganze nochmal ein bisschen haglicher, oder? Also zumindest die, die als Vierte reinkommen sind, mit denen haben wir im Ziel kurz geplaudert und die sind jetzt auch nicht unerfahren. Und der eine ist also Vater und Sohn gespannt und der Vater hat, weiß ich nicht, wie oft den PTL und so gemacht, also der hat schon Erfahrung. Und die haben das Pech gehabt bei der Gondelstation, wo wir da so viel an Schweizer Franken in Eis und Trinken umgesetzt haben, die sind da auch raufgekommen. Nur die Bahn sperrt um, glaube ich, 16 irgendwas und die sind um 17 Uhr rauf und es war zu. Also wir haben dort groß eingekauft, aber die haben nicht mehr einkaufen können, weil es schon zu war. Also das kommt dazu, glaube ich, ne? Dass man gar nicht viel langsamer sein muss, ja. Aber es gibt dann halt nichts mehr. Ne? Ja, das erinnert mir ein bisschen an die Geschichte vom Christoph Strasser beim Unsupported Race, jetzt bei dem Transkontinental, okay. Wo die ersten 3 noch, ich weiß es nicht, 6 Tage, 10 Minuten voneinander entfernt waren. Dann haben sie ihn fast disqualifiziert, weil er in einem Minimarkt was einkauft hat, rausgeht, der zweite geht rein, kommt nochmal raus, fragt ihn, ob er einen Euro hat, weil sie nehmen seine Kreditkarte nicht und er gibt ihm einen Euro und das war Support vom anderen und das darfst du nicht, was absurd ist. Und dann fahren die weiter und der dritte, dann sind sie über die, haben sie eine Flussquerung gehabt mit einer Fähre jeweils und der dritte wollte nicht bei dem gleichen übersetzen, sondern ein bisschen woanders. Dann war Niedrigwasser, die Fähre ist nicht gefahren, dann ist er weitergefahren zu der Fähre, wo die ersten 2 drüber gefahren sind. Es war aber zu spät, dann ist die Fähre einfach nicht mehr gefahren. Was natürlich noch nach 6 Tage Radl fahren, somit, okay, ich verliere jetzt einfach Stunden auf die 2 vor mir, weil die Fähre nicht fährt. Ich weiß nicht, was du in dem Moment dann da denkst oder da machst. Ich würde wahrscheinlich das Radl nehmen und einfach in den Fluss pfeffern und sagen, wisst ihr was? Ich fahre jetzt heim. Mit Zug. Ja, die Viertplatzierten haben da ganz schön Horrormärchen dann erzählt, weil die haben dann die so Wassertropfen von den Steinen geleckt und sie ein bisschen mit dem Dreck eingeschmiert, dass sie ein bisschen abkühlen und so, weil es einfach schon wirklich dann grenzwertig war, weil nach der Hütte war ungefähr eineinhalb, zwei Stunden, aber wo wir halt schon wieder flüssig unterwegs waren, wo dann wirklich erst die erste Quelle war, dass das puh. Ja. Also das tut eben in Bellalp bei der Verpflegung heute halt gesagt haben, nehmt euch vielleicht noch einen zusätzlichen Liter Wasser oder so mit. Das ist, ja. Beim Race Briefing hat es auch nicht in dem Sinn gegeben, es hat ein PowerPoint der Riesengroße gegeben, die ausgeschickt worden ist. Und ja, das Rennen ist jetzt auch nicht, weil eben jetzt, glaube ich, auch nicht so viele Teilnehmer waren und das hat auch im Zweierteam, das war halt auch, ja, recht rudimentär, es hat überhaupt keine Markierungen gegeben. Ja, die Findung war halt wirklich nur über einen GPS-Track. Und ja, eben die Verpflegungsstationen und das war's, ja. Also es hat ein bisschen was von PTL. Also es ist vergleichbar von dem Schema, wobei man sicherlich sagen muss, die Live Bases oder die Labestationen, wo man Dropbacks und ähnliches hat, sind viel näher beisammen oder sind mehr. Und die Strecke ist rein auf Wanderwegen oder zumindest markierten Wegen. Beim PTL ist man halt irgendwo auch unterwegs, also Off-Trail. Deswegen durchaus eine schnellere Geschwindigkeit möglich, sagen wir mal so. Also das ist der Unterschied, aber vom Prinzip her selber navigieren, laut Karte bzw. GPS-Track und diese Live-Bases mit doch einem gewissen Abstand, dass man jetzt nicht mit einer Handflasche in der Hand schnell zum nächsten läuft. Ne? Und halt doch ein bisschen eine Ausrüstung, die in meinem Fall zumindest ich mir gedacht habe, ich schaffe es nicht in meinen normalen Laufrucksack und habe ein bisschen einen größeren genommen vom PTL eigentlich. Mhm. Aber das heißt im Endeffekt, wenn man jetzt den PTL machen will einmal, wäre das, ich weiß nicht, ob das Ding jetzt nochmal stattfindet, ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie das wieder machen. Sie haben, glaube ich, jetzt, sie haben gesagt, sie evaluieren einmal, wie es gegangen ist, was die Leute dazu sagen und
dort in Orba, glaube ich, sehr positiv. Und wenn das richtig verstanden, vor kurzem war jetzt ein Post, dass das wahrscheinlich schon jetzt auch nächstes Jahr wieder sein wird. Also, dass es keine einmalige Geschichte bleiben wird. Ja. Aber dann wäre das ja quasi für jemanden, der jetzt wirklich sagt, BTL ist mein großes Ziel, das will ich mal machen, die Vorbereitung ein Jahr vorher oder so, dass man sagt, zum Antesten, wie ist es, die Distanz, die Höhenmeter, Live-Bases, Selbstversorgen zum Teil, navigieren und so, klingt irgendwie so noch, noch nicht komplett off-trail, aber alles andere schon mal gut zum Üben. Genau, also wahrscheinlich mehr vergleichbar mit dem Tor, oder? Also Tor de Géant, so in der Richtung. Also durchaus auch diese Live-Bases auf Wegen, aber halt zum selber navigieren und ja, mehr als eine Nacht definitiv, ja. Wobei ich behaupten würde, dass für UTMB die meisten auch zwei Nächte bedeutet, außer man läuft das in sub 24 Stunden. Ja, ja. Selbst wenn du 30 Stunden brauchst, laufst du quasi erst um Mitternacht ins Ziel. Ja. Also meine UTMB-Finishes waren inklusive einer zumindest wieder Stirnlampe am Kopf, ja. Das dann gilt schon zweite Nacht. Sobald du die Stirnlampe ein zweites Mal aufdrehst, ist es Nacht. Das ist, da ist es kein Daylight-Finish mehr quasi. Außer du machst es so wie ich so in Salzburg und es ist eigentlich schon dunkel, aber du weigerst dich, es hier aufzudrehen und dann laufst du halt die letzten Kilometer im Dunkeln rein. Dann ist es auch noch Daylight-Finish. Solange du die Stirnlampe nicht aufdrehen musst, ist alles in Ordnung. Der Flo hat ja gesagt, er will einmal wissen, wie das beim Eiger ist, in die zweite Nacht hineinzukommen und dann auch quasi mal mit Powernaps oder so zu arbeiten. Wenn man sich eure Strava-Tracks hernimmt, also ich glaube jetzt, wenn ich mir die Tempos anschaue, der Kilometer, wenn jetzt ihr Powernaps eingelegt habt, dann muss der eine den anderen währenddessen weitertragen haben, weil, also von den Kilometerzeiten her, sieht man da kein Powernap. Na, boah, man glaubt es kaum. Wir haben sogar einen wirklich in der ersten Nacht zusammengebracht. Der war echt super. Wirklich? Also wie seid ihr es angegangen und habt ihr jetzt da wirklich euch mal 10 Minuten, weiß nicht, am Wegesrand hingelegt oder in die Livebase und gesagt, okay, ja, sind wir gerade ein Bergaufstieg gegangen, so zwischen 2-3 in der Früh war das irgendwann einmal. Und ich sage ihm dann, du, puh, jetzt bin ich gerade ein wenig gemiert. Und gerade wie ich das sage, war da, glaube ich, so ein Bangerl. Und im Wort, wie ich das sage, lege ich mich hin mit dem Rucksack um und mit dem nassen Gewander und ja, lege mich einfach hier und mache die Augen zu und bin, glaube ich, sofort eingeschlafen. Dom, wirst du wahrscheinlich gedacht haben. Weiß nicht, Dom, was hat er gedacht? Ich hab ja gesagt und habe begonnen, den Wecker zu stellen, oder? Und ich glaube, bevor ich im Menü war, um den Wecker zu stellen, hat der Flo, glaube ich, geschlafen. Und ich habe dann 10 Minuten eingestellt und nach den 10 Minuten, und ich bin, glaube ich, selber auch wieder schnell auf, ne? Ich bin dann durch den Wecker aufgewacht und war auf einmal so putzmunter und habe mir gedacht, boah, super, Dom. Ich habe gesagt, hey Tom, danke, dass du den Wecker gestellt hast. Wie lange haben wir denn geschlafen? 2-3 Stunden, weil ich bin so fit. Und er sagt, was? Das waren 10 Minuten, was ist mit dir? Und ich sagte, hey, super, Power nicht funktioniert. Ja, das hört man ja oft, die Kottete Volta hat ja auch mal gesagt, sie hat 2 Minuten geschlafen und wollte alles schon anschreien, weil sie sich irgendwie 6-7 Stunden glaubt hat, sie haben sie schlafen lassen. Dabei ist nach 2 Minuten von selber wieder aufgewacht. Also da scheint was dran zu sein. Na, wir wollten das dann in der zweiten Nacht auch nochmal so machen und haben sich das dann auch wirklich genau überlegt und haben auch gesagt, in der Live-Base und wir essen vorher und nach dem Essen ist man eh miert und dann legen wir sie hin und machen wir das nochmal mit 10 Minuten. Ja, nach 5 Minuten haben wir sie beide angeschaut. Kannst du schlafen, Tom? Nein, ich kann auch nicht schlafen. Nein, dann lassen wir es gut sein. Ich glaube, das mit den Powernaps gibt's eh nur. Also gibt es nur ein paar Strategien, die du machen kannst. Das eine ist, es gibt von außen jemand vor und du musst das trainiert haben, also so wie die Ultraradlfahrer, wo einfach der Teamarzt sagt, so, es ist Zeit, husch husch in den Camper, du hast jetzt 10 Minuten und dann geht's weiter. Und der Athlet selber hat überhaupt keinen Einfluss drauf,
sondern der sagt einfach nur, oh, ist okay, weil er sudert eh die ganze Zeit, dass er müde ist und wartet einfach nur drauf, dass irgendwer sagt, jetzt darfst du endlich schlafen. Oder du gehst schlafen, also wenn du das nicht trainierst, kannst du eh nur schlafen gehen, wenn du wirklich müde bist und schauen, ob es geht. Weil wie wir gefahren sind beim UTMP, wie mich kurz auf die Seiten legen haben müssen, das Auto schnell auf die Seiten packen und 5 Minuten schlafen müssen, weil es war weit von fahrsicher. Und danach war es auch, nach 5 Minuten, die Welt schon wieder ganz andere. Also da reichen, glaube ich, echt 5 bis maximal 20. Also ich glaube, wenn du länger als 20 Minuten schlafst, laufst du in ein viel größeres Problem gleich wieder hinein. Dann musst du durchschlafen, dann musst du 6 Stunden schlafen. Oder zumindest 2 oder so, ne? Aber genau. Aber der Vorteil in der ersten Nacht war, dass dieses Bankerl, das da daherkommen ist, oder es waren ein paar sogar, hat genau gepasst vom Timing. Ne? Und die Ladestation ist definitiv nicht ideal, weil es ist recht warm da drinnen. Dann vielleicht das Vorheressen war auch nicht super, weil man dann doch der Magen probiert ein bisschen verdauen. Und obwohl alle versucht haben, leise zu sein, es ist ein gewisses Grundgeräusch, also es hat einfach nicht, das war im Freien besser. Wir haben es dann von dort runter im Downhill im Wald irgendwo der Flo auf einem Stück Holz und die auf einer Wurzel zum Baum hingelehnt, probiert. Aber auch da haben wir nach weniger als 10 Minuten dann gesagt, okay, das rentiert sich nicht, wir müssen eh weiter, das funktioniert gerade nicht. Also, aber ich weiß ja nicht, ob wir das wirklich trainieren, also ob wir das jetzt trainieren hätten können davor, weiß ich nicht. Ich habe mal gehört, und ich weiß auch nicht, inwiefern das war, es war von einem 10-fach-Ironman-Teilnehmer, das geht halt auch über eine Woche oder sowas, und der hat das irgendwie trainiert, dass er ein halbes Jahr vorher angefangen, sein ganzes Leben auf diesen Schlafrhythmus, den er dort machen wollte. Ich müsste lügen, er wollte irgendwie alle 3 Stunden, 1 Stunde schlafen, irgendwie sowas. Nehmen wir mal das an. Mhm. Das hat ein halbes Jahr lang echt trainiert, und das scheint auch wirklich gut funktioniert zu haben, weil das dann quasi schon seine Normalität war. Das Problem war nur, dass er, soweit ich mich erinnern kann, relativ lang gebraucht hat, um sich wieder in einen normalen Rhythmus zu gewöhnen. Die Frage, ob das jetzt bei 50 Stunden zahlt, sieht das wahrscheinlich nicht so aus. Und wobei, ihr müsst das ja alle drei, gar einmal aufstehen und aufschrecken und dann ad hoc gleich wieder einschlafen. Ihr trainiert das ja auch schon seit ein paar Jahren, oder? Also ist das nicht der Grund für die Kinder gewesen? Sagt jetzt bloß nicht, es ist nicht alles für den Trail und ihr habt nur die Kinder, weil es gut am Trail das üben wollt. Vielleicht kann das, ja. Also das ist wahrscheinlich das, was ihr, den Schlafentzug, was ihr in dem Jahr am besten trainiert habt. Bitte. Ja. Und auch wenn ich die Antwort vielleicht schon weiß, aber ihr habt euch in dem Sinne auch keine Gedanken gemacht über mögliche Schlafstrategie, weil die zweite Nacht ist ja auch beim UTMB so der Klassiker, dass das bringt die meisten Leute irgendwie um, weil es dann irgendwie gehende Zombies werden und dann ist das eine Teufelsspirale, die dich irgendwie ins Verderben treibt. Habt ihr euch da irgendwie überlegt, vorher irgendwie was, wie dem vielleicht entkommt? Ich meine, oder Tutom, ich meine, du hast ja vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, hast du da irgendwelche Tipps gehabt, die du dem Flo mitgeben hast können? Nein, ich glaube, im Endeffekt war es ein bisschen geprägt durch diese sehr erfolgreichen 10 Minuten in der ersten Nacht, ne, dass wir gesagt haben, in der zweiten Nacht probieren wir sowas wieder. Im Idealfall hätten wir vielleicht die erste Nacht so ohne Schlafen durchgebracht, aber nach dem Anreise länger, Flo noch arbeiten am Tag davor, auch länger wegen Vortrag und so. Also es war davor schon, wir haben jetzt nicht, wie sagt man im Englischen, Sleep Banking haben wir nicht betrieben. Also wir sind jetzt nicht davor mit 10 Stunden jeden Tag ausschlafen dahin gereist, sondern wir waren eigentlich davor ja schon bis zum gewissen Grade müde. Von dem her war das mit der zweiten Nacht und gesagt, probieren wir das aus der ersten Nacht wieder. Ne? Also das war okay. Oder die Idee war okay. Das andere war, wenn man merkt, dass es nicht geht, dort herumzuwarten, dann wird man nur noch müder. Ne? Dann ist er besser raus und wieder bewegen. Ne? Zombies ist relativ, aber wir haben definitiv diese Schlafmonster zu spüren bekommen und sind beide ziemlich, also so richtig schlafbetrunken eigentlich dahingedorkelt bergauf. Und da haben wir uns mal angeschaut, weiß nicht, wer das gesagt hat oder zum anderen, jetzt wissen wir, warum man das zumindest zu zweit macht, weil allein wäre das jetzt echt ein bisschen spooky dort, ne? Da herum zu wankeln und zu dorkeln und definitiv schon einiges, also nicht halluzinieren, aber man schaut schon ein bisschen
komisch und sieht ein paar Sachen vielleicht nicht ganz normal. Ne? Ja. Naja, also das in der zweiten Nacht, das habe ich echt arg gefunden. Es war eben nicht so Richtung Halluzinieren, beziehungsweise ja, natürlich siehst du durch die Stirnlampen und Wind ist gegangen, da siehst du natürlich immer ja, ein paar Schatten und komische Sachen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich habe das so faszinierend gefunden. Ich habe so auf meine Füße geschaut und die haben sich einfach bewegt. Die haben einfach das, was schon stundenlang da haben, haben sie einfach weitergemacht und ich habe ihnen diesen Befehl nicht mehr gegeben. Das war so irgendwie, die haben einfach das da, was tun sollen, aber ich bin einfach nicht mehr Herr von ihnen gewesen. Ne? Und da habe ich dann so richtig gemerkt, dann habe ich mir wieder ein paar Nüsse gegessen, dann hat auf einmal wieder mein Hirn zum Denken angefangen, dann habe ich so zum Tom geschaut, der hat auch ganz glasige Augen gehabt, da habe ich mir gedacht, aha, na, dann wird es auch genauso gehen. Und ja, die Kommunikation hat sich da aufs Wesentliche beschränkt, das ist so, Tom, wie geht's dir? Ja, eh. Und dir? Ja, eh. Ehrlich gesagt. Ja, ich meine, was willst du mehr sagen? Also. Aber ich glaube, es hilft trotzdem einfach, dass wer andere da ist. Irgendwie ziehst dich an dem lang und irgendwie, also ich habe da, wenn man das alleine macht, das ist einfach da schon mal etwas schwieriger. Und da stelle ich mir dann zum Beispiel einen Unterschied zum Tour de Chauffeur vor, was man eigentlich alleine macht. Aber wenn es da dann so irgendwie in der zweiten, dritten Nacht herumtorkelst, glaube ich, ist das irgendwie, stelle ich mir das schlimmer vor als zu zweit. Macht man den allein? Ja. Nee. Aber ich glaube, sehr, sehr viele, sagen wir so, rotten sich dann eh oft zu so kleinen Grüppchen zusammen, ne? Wenn es hinten raus ist. Es gibt ein paar, die alleine sind, aber man hat dann seine Leute im Idealfall herum. In unserem Fall wäre zwischendurch dann, wenn man da allein unterwegs wäre, wäre dann eine Zeit lang wahrscheinlich niemand gewesen. Ne? Ja, aber ich meine, selbst wenn du dich damit zusammenrottest, den kennst du dann im Idealfall vielleicht auch irgendwie nicht, wenn du jetzt da irgendwie zumindest allein hinkommst. Gibt es da jetzt sicher auch welche, die das quasi schon im Team starten? Aber ist es dann noch was anderes, wenn du das von vornherein planst, dass du zusammenlaufst und da auch ein gewisses Vertrauen hast, dass du dich auf den anderen verlassen kannst und okay. Ja, dass er nicht einfach davon läuft. Ja. Ja. Wobei, wie hoch schätzt ihr denn das ein, dass den Schlaf in der ersten Nacht? Weil das hat mir jetzt da eben auch erinnert, eben an diese ganzen Geschichten vom Race Across America, wo es früher immer geheißen hat, na, die ersten 36 Stunden musst du durchprügeln und dann gibt's die erste Schlafpause. Damit du, weiß ich nicht, irgendwo schon mal bist, bis dorthin geht es ja eh, weil die erste Nacht übersteht man ja so. Und irgendwann hat es eingebürgert, ich weiß nicht, ob der Christoph Strasser der ausschlaggebende Punkt war oder ob es wer andere auch schon vorher gemacht hat, erfolgreich, die gesagt haben, na, ein kurzer Powernap in der ersten Nacht quasi wird gemacht, dass einem das vielleicht quasi, dass man gar nie in dieses Tal des Todes kommt überhaupt, dass man sagt, ich bin schon quasi in dem Zombie-Mode und dann gehe ich erst in die Kurzregeneration und ihr habt ja die 5 bis 10 Minuten haben euch extrem viel Energie gegeben. Wär's, also die Überlegung bei mir ist, wäre es das Gleiche gewesen, wenn ihr die auslassen hättet und dann das Gleiche in der zweiten Nacht probiert hättet? Weil die erste hätte es ja so auch durchgeschafft. Oder wäre es dann langsamer gewesen? Das war eben gar nicht geplant. Also ich hätte es, glaube ich, fast wirklich nicht weiter geschafft, weil, wie der Tom schon richtig gesagt hat, ich habe die Nächte davor nicht wirklich viel geschlafen und ich habe da wirklich schon den Schlafentzug gespürt, obwohl es halt eben die erste Nacht war. Also ja, das war auf keinen Fall irgendwie geplant, sondern das war wirklich notwendig. Und hat auch dann auch wirklich super funktioniert, wie gesagt, also das hat so viel Energie gegeben, dass ja, also mal wieder gleich super ins Rennen kommen und dann gleich danach, das hat echt perfekt gepasst. Würden wir wahrscheinlich, wenn wir sowas nochmal machen, wahrscheinlich ähnlich planen, weil ja, es ist halt einfach gute Wirkung gezeigt. Genau. Und was glaube ich schon war, durch die Augentemperaturen im Endeffekt in der zweiten Nacht haben wir beide, also auch die Schlaftrunkenheit, aber wir haben beide in der zweiten Nacht eigentlich geglüht, oder? Also aufgrund von den 2 Tagen schon bei recht starker Sonneneinstrahlung und Hitze zu laufen, in der zweiten Nacht hat man eigentlich, es war wirklich warm und zwar im Gesicht, weil alles geglüht hat, ne? Und das war vielleicht auch ein Mitgrund, warum Schlafen auch nicht
nicht perfekt war. Ne? Also in der ersten Nacht war das fast noch einen Ticken besser. Ne? Ja, da hätte man dann wahrscheinlich irgendeinen kühlen Bach braucht oder sowas, um ein bisschen runterzukommen. Und ja. Aber hat es sonst irgendwas gegeben, weil du vom Duflo hast du gesagt, dass du dich vor der zweiten Nacht so ein bisschen also das erleben wolltest. Hat sonst irgendwas gegeben, was dich da irgendwie, was da in Erinnerung geblieben ist? Oder war es dann irgendwie doch so, wie du das irgendwie vorgestellt hast? Ja, nein, es war definitiv so, wie man es eigentlich vorgestellt hat. Also es war ist nicht viel Spaß gemacht, krankerweise. Und hat halt irrsinnig viel Erfahrungswerte gebracht, das auf jeden Fall. Und ja, was halt ziemlich witzig ist, das wird vielleicht der Tom jetzt einer dann erzählen. Tom hat, glaube ich, ganz am Schluss ein bisschen eine Paranoia bekommen. Die war ein bisschen strange. Das heißt, die übergibst dann mich. Ja. also die Details. Also vielleicht, wir waren ja jetzt, wenn man da unterwegs ist, man kriegt bei den Live-Bases immer mit, in etwa, wo sind die anderen. Und weil die Esther am Anfang gefallen ist, aber dass sie da halt mit uns zusammen dahin gelaufen ist, was passiert ist, ist ja eigentlich, dass im ersten Downhill bei uns gleich einmal vorbeigeschossen ist. Ne? Und dann haben wir gesagt, puh, das kann nicht gut gehen, wohlwissend, dass er auch vor kurzem einiges anderes gemacht hat. Und die waren aber immer wieder da, sobald es bergab ist oder wenn es einmal flach war eigentlich. Ne? Und im Endeffekt sieht man dann ja auf den GPS, also wenn man sich einloggt, oder auf Live-Trail, wie auch immer, wo die Leute in etwa sind. Das Gemeine ist aber nur bei diesen Teilen und in der Gegend, dass die halt immer wieder mal aussetzen. Das heißt, nur weil die weit hinten sind, heißt nicht, dass die dort sind, sondern es ist halt vielleicht einmal kein Signal gekommen. Ne? Und klar, wir haben dann schon gesehen, es ist ein bisschen hinten nach, aber relativ lange, auch Bellalp, sind sie immer wieder mal, wenn wir raus sind, sind sie oft rein in die Labestation. Das heißt, das waren halt einmal 20 Minuten, vielleicht einmal dann irgendwo eine halbe Stunde, aber irgendwie nie so, wir sehen sie gar nicht mehr. Das ist erst hinten raus. Und dann waren wir halt am, wie heißt der große Pass, wo der See davor war, wo wir dahin gegurkt sind, wo wir versucht haben zu schlafen, Flo, wie heißt der? Grimselpass ist das da oben, genau. Und da bei der Station, ne, da sind wir hin und da sind wir auf jeden Fall weg, bevor die gekommen sind. Das hat gepasst. Und ab dort haben wir die Info gekriegt, das sind nur mehr diese Saumwege. Man dachte, nur Wege klingt ja mal toll. Saumwege heißt aber so alte Plattenteile, die je nachdem gut oder schlecht sind. Und das heißt, man eiert immer auf diesen Platten dahin. Und dann immer wieder mal geschaut, dann der Versuch dort schon nicht zu schlafen. Dann danach nochmal, dann ist da geworden. Und irgendwie so ewig weit hinten war sie nicht. Und ewig weit, kann man mal sagen, vielleicht einmal 2 Stunden oder so. Und meine Paranoia war dann eigentlich beim letzten langen Anstieg, also die letzte Labe haben wir insofern relativ schnell durchgedrückt. Davor sind wir wirklich bei jeder Labestation haben wir Socken gewechselt, genannte Creme aufgetragen, Flohschuhe gewechselt, ich in meine anderen wieder rein und sind eigentlich weiter. Das haben wir uns dort erspart, da haben wir gesagt, okay, Zeit und bla bla bla. Und darauf habe ich irgendwie diesen Druck nicht loslassen können. Ich habe gesagt, hopp, 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 schneller, oder? Wir werden gar eingeholt. Im Endeffekt war das nicht notwendig und oben am letzten Übergang hat der Flo dann einmal gesagt, so, jetzt einmal Ruhe und das gehen wir jetzt gemütlich an und hat einmal sogar einen Insta-Post abgelassen Richtung Eiger, dass die uns das Bier bereitstellen sollen, weil wir kommen jetzt da irgendwann und hat ordentlich Tempo rausgegeben und hat gesagt, so, wir brauchen uns nicht mehr vernichten, ne? Und die 50 Stunden... Ich glaube, wenn wir es da voll übertrieben hätten und nicht vernichtet hätten, vielleicht wären sie die ausgegangen, jetzt übertrieben gesagt. Aber das war einfach dezidiert, das machen wir nicht, weil wir wollen heuer noch irgendwas anderes auch machen. Ne? Und dann sind wir da runter und irgendwann habe ich es dann geschafft, ein bisschen loszulassen. Aber rauf, glaube ich, war ich ein sehr, sagen wir so, nervöser Zeitgeist, nennen wir es einmal so. Naja, ihr müsst euch ja noch ein bisschen Luft nach oben lassen, Kilian. Irgendwann müsst ihr ja unter 20 kommen. Ah, 50 kommen. Ja, aber da hat er wirklich, der Tom, wir haben ja die ganze Zeit auch wirklich diesen Live-Trail gesagt, hey, das sind noch nicht einmal in der letzten Labestation. Wir haben 4 Stunden Vorsprung. Tom, beruhig dich. Nein, das stimmt alles nicht. Die kommen gleich. Naja, und also das eine ist, sie kommen gleich, das andere ist, auch wir können noch irgendwas haben und müssen da runterhumpeln. Ne? Und dann habe ich gesagt, wenn der einen anderen halb runtertragen muss, dann brauchen wir da noch ganz schön lang runter. Ne?
Ja, also ich muss zugeben, ich habe eigentlich das immer mitverfolgt und diese Punktel, die hüpfen dann halt manchmal brutal, weil einfach dazwischen gar kein Empfang ist. Und du denkst, boah, ist denen was passiert? Ist da irgendwas los? Und dann siehst du, ach so, na, zack, sind eh nur eine halbe Stunde dahinter oder irgendwas in die Richtung. Also kann man das schon vorstellen. Nur da kommt jetzt auch raus, dass du irgendwann, hat dich quasi da schon der Ehrgeiz gepackt mit, na, jetzt sind wir vorne, jetzt lassen wir uns nicht mehr nehmen. Wann ist das eigentlich gekommen? Ist das ganz am Schluss oder habt ihr, weiß nicht, bei der Hälfte schon gewusst, wir sind gut unterwegs, wenn wir das jetzt da aufrechterhalten, dann geht sich das aus? Also ausgesprochen haben wir es, glaube ich, nie, oder? Also es hat wahrscheinlich jeder irgendwie im Kopf schon gespielt mit, okay, das also zumindest den Wunschgedanken, man hätte jetzt gern halten, oder? Ich glaube, das haben wir beide, aber wir haben jetzt nicht großartig diskutiert und bis auf den letzten Anstieg, wo ich halt dann nervös war, ne? Definitiv. Ja, dass ihr beide durchaus kompetitiv seid, ist glaube ich gesetzt, weil man sonst spürst du einfach nicht in der Liga mit. Nur wann ist euch bewusst worden, das kann sich schon ausgehen. Also da ist jetzt da sind vielleicht zwei, drei andere Teams, die noch bei euch in, nennen wir es mal, Schlagdistanz sind, plus minus ein paar Stunden. Das heißt, wenn euch was passiert, dann wird es halt nichts. Aber ihr habt gute Chancen, dass es auch wirklich heimbringt. Also wann merkt man das? Ortseinfahrt Grindelwald. Du meinst, wenn du mit dem Auto hinfährst, um zum Start zu fahren? Nein. Das zweite Mal. Also, das andere Mal. Mhm. Ja, Florian, das hast du vorher schon. Ich kenne es ja sehr, wenn man dann schon so lange unterwegs ist, ja, hat man natürlich auch, klar, ein bisschen kompetitive Gedanken, ja, aber man weiß halt auch wirklich, dass so viel passieren kann und dass so viele Up and Downs dementsprechend gibt und dass immer irgendwas passieren kann. Und ja, da tut man noch nicht den Abend vom Tag. Nein, wie heißt das? Den Tag vom Tag Abend. Tag nicht vor dem Abend. Genau. Den Trail nicht vor dem letzten Anstieg loben, ja. Genau. Ich vom letzten Downhill eigentlich, weil der ist eigentlich das ist immer dann das Gefährlichere. Und der da wirklich, der hat dann auch noch ein bisschen weh da, gell? Also ich habe mir das angeschaut und das ab 220, ja, ab Kilometer 220 davon Innerkirchen oder Innertkirchen, glaube ich, heißt es. Der letzte Hügel rauf auf nochmal 2000. Ist das der Moment, wo man sich überlegt, den hättet ihr euch jetzt auch sparen können und gibt es da nicht unten entlang einen Weg? Nein, da war klar, dass wir da drüber müssen, glaube ich, oder? Das war von der, müssen wir sagen, der Umrundung, die man da macht, schon klar. Dazwischen war mal so ein steiles Hügel, wo wir gedacht haben, den haben sie, also steiler Anstieg als auch steiler Abstieg, wo wir gesagt haben, okay, den hätten wir wahrscheinlich umlaufen auch können, ne? Ja. Weißt du, diese ganz steilen Wiesenhänge da, ne? Ja, so bei Kilometer, man hat 190, 200 herum. Da war ja, das sehe ich einen. Da war echt ein unglaublich knackiger Downhill, so, weiß nicht, 500 Höhenmeter auf 2 Kilometer kerzengrad runter. Der hat alle Stücken gespielt, ja. Wie beschimpft man dann den Berg und den Veranstalter? Also, ich weiß nicht, wenn ich mit Peter laufen würde, der wird alle und jeden schimpfen bei sowas. Wird man da nicht manchmal ein bisschen ausfällig, gerade wenn man so lang unterwegs ist? Ich weiß nicht, ich glaube, der Tom hat sich dann eher ein bisschen über meinen Musikgeschmack aufgeregt, aber hat es auch nicht gesagt. Hast atemlos gesungen? Also dann ein paar aus meiner Playlist, da habe ich ein paar Lieder vorgespielt, so Aufheiterung oder so. Und mein Musikgeschmack ist ein bisschen eher durch die Bank durchgemischt und ich glaube, ein paar Musikrichtungen haben mir am Leck gefallen. Aber ich habe dann so Klassiker wie Wonderwall, da hat er dann mit eingestimmt. Also da ist er rausgegangen. Was war der Rest? Der Rest war Cannibal Corpse trifft Blümchen, oder? Aber ich habe da so, das heitert mich zum Beispiel so langen Sachen auf, so bayerischer Rap und so Sachen. Aber da ist er gar nicht so recht eingestimmt drauf. Das war in dem Moment auch schwer zu verstehen.
Ja, ich habe es einmal probiert zum Übersetzen und dass er halt auch den, dass er, aber das aber, war halt kein so. Aber Bierfahrer, Beifahrer höre ich mittlerweile ab und zu. Ja, siehst du das? Bierfahrer, Beifahrer. Super. Ja. Das war bei Kilometer 120, da habe ich mir gedacht, der hust mir gar nicht so genau zu, aber anscheinend. Ja, super. Siehst Flo, du musst mir auch öfter zuhören. Nein, also nicht. Du bist ja wirklich so. Gar nicht. Ich habe alles Mögliche. Bis zu Dr. Alban. Aber ich stelle mir das lustig vor. Ihr zwei mitten in der Nacht Wonderwall singend irgendwie im Berg rauf oder runter. Das muss ein herrliches Bild sein. Ja, das war so gerade in der Morgendämmerung. Und da sind wir dann eh kurz einmal verstummt. Da sind wir bei ein paar Hitten vorbeigegangen. Da haben wir gedacht, nein, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Aber ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute dort in der Hütte sind. Sie denken, sag einmal, halluziniere ich schon? Da kommen zwei wahnsinnige bergauf und singen Wonderwall. Gerade beim Frühstück. War es gestern doch ein Schnapsauzü? aber ihr seid dann wirklich ohne gröbere Blessuren durchkommen? Und habt ihr es wirklich eigentlich ganz cool gefinisht, ohne jetzt da, dass irgendwer gesagt hat, okay, ich war körperlich komplett am Sand. War das überraschend oder habt ihr einfach gewusst, der Körper wird nicht das Problem darstellen, außer kriegst du jetzt was nicht durch, weil das muss nicht. Also für mich war es komplett überraschend, muss ich ganz offen ehrlich sagen. Also ich habe mich echt, echt gut gefühlt danach. Also hätte man nicht erwartet. Und nachdem du so gut im Pitztal dann drei Wochen später gelaufen bist, ist das vielleicht für den nächsten UTMB irgendwie eine valide Strategie, dass drei Wochen vom UTMB 250 Kilometer laufst, damit du dann beim UTMB plötzlich sub 20 laufst? Nachdem jetzt der UTMB nicht so gut aufgegangen sind und da davor war nur drei Wochen davor eben der Pitztal, weiß nicht, ob das so eine valide, gute Strategie ist. Nein, aber beim Pitztal ist er ja noch gut gegangen. Das heißt, da waren ja, drei Wochen zwischen 250. Sechs Wochen, wissen wir, ist vielleicht nicht gut, aber drei Wochen? Ja, vielleicht sind die sechs Wochen zu lang für dich. Du musst einfach im Flow bleiben. Ja, sage ich, ist ja genau mein Punkt. Genau, ich glaube, da. Mein Schere war ja auch Wochen nach dem Eigerlauf am Schneeberg. Da haben wir also 2000 Höhenmeter so gemacht. Und da ist mir immer auch so gut gegangen. Und ich glaube, er hat mich so richtig gehasst und hat dann ganz gesagt, geh doch scheißen mit deiner Berg-Geh-Superkompensation, was du jetzt gerade hast. Oh ja, Superkompensation. Ja. Genau. Berg-Geh-Superkompensation. Ja. Daran ist er richtig verflucht, da ist man so richtig gut bergauf gegangen. Ja. Aber ja, man weiß dann also genau. Das muss man vielleicht jetzt noch ein bisschen genauer analysieren, was da die richtige Strategie für nächstes Jahr ist. Und du hast es schon angedeutet, UTMB ist ja dann nicht so gut gegangen. Genau. Ja. Magst du mal erzählen, wie es da so genau gegangen ist? Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Mir ist im Vorfeld ist nicht gut gegangen. Natürlich jetzt mit Eiger und Pitztal-Sieg war ja natürlich auch noch gedacht, dass ich unsterblich bin, weiterhin. Und ja, hat mir körperlich topfit gefühlt und alles war super und bin ja eine Woche vorher schon, also ab Montag schon in Chamonix gewesen und hab mir wirklich auch von der Arbeit her war auch alles okay und habe nicht müssen viel arbeiten und habe mich regenerieren können und habe viel gedehnt und Blackroll gemacht und normalerweise, sage ich jetzt mal, wenn ich Kreuzschmerzen habe, die ich dann eben beim UTMB gehabt habe, spüre ich das im Vorfeld schon, ja, über die Blackroll und dergleichen. Das ja, sagt mir mein Körper dann einfach, dass irgendwo was hakt und das habe ich überhaupt nicht gehabt. Und ja, bin dann eben beim Start gestanden und habe die ersten paar Schritte über die Startlinie gemacht und habe Kreuzweh gehabt. Ja. Und ich habe eben vor 7, 8 Jahren eben einen Bandscheibenvorfall gehabt im LB 3 und 4. Und das war halt genau eben der Bereich, mit dem ich immer zum Kämpfen unter Anführungszeichen habe, also deine tagtäglich bearbeiten muss, damit ich eben so gut laufen kann.
Und genau der hat halt eben da Probleme verursacht und ja. Und summa summarum habe ich dann eben auf dem ersten Schritt halt Schmerzen gehabt und ich habe 80 Kilometer gekämpft, aber nach 80 Kilometern sind auch mir dann meine mentalen Tricks ausgegangen und da habe ich dann halt einfach ja, im kommenden Jahr dann die Reißleine gezogen und die, ja, war nicht mehr möglich, ja. Das zum Finishen. Es wäre wahrscheinlich schon möglich gewesen zum Finishen in irgendeiner längeren Zeit natürlich mit viel mehr Pausen und auch weiterhin Schmerzen, aber ja, das, da habe ich keine mentale Kraft mehr gehabt, weil die Kilometer vorher eben eh so gut ins Rennen gekommen bin und so viel gekämpft habe und ja, das. Wobei du ja eigentlich, also auch wenn du sagst, du bist nicht gut ins Rennen gekommen, du warst jetzt gut ins Rennen gekommen. Also du bist gut ins Rennen gekommen, ja eben. Gut ins Rennen gekommen, ja. Du bist nämlich eigentlich gut unterwegs gewesen, also von den Zeiten her, dass ja. Okay, du hast Schmerzen gehabt, ja, was man ja von außen jetzt nicht gesehen hat oder nicht mitgekriegt hat, aber man gedacht hat, na, der ist eigentlich gut drauf, aber mit der, du bist ja, ich weiß nicht, ob du zusammengelaufen bist mit dem Christian Stern, hast du, glaube ich? Nein, dann habe ich erst beim letzten Downhill gesehen, wo er dann auch aufgehört hat. Ja, der hat nämlich auch gleichzeitig aufgehört und der war immer so, weiß ich nicht, plus minus ein paar Minuten von dir. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht lauft ihr sogar zusammen. Ja, erst am Schluss dann gesehen, ja. Ihr habt euch dann das Taxi teilt. Also so gut hat er die zweite Nacht beim Eiger nicht gefallen, dass du dachtest, beim UTMB mache ich das gleich nochmal. Ja. Stimmt, da war eine Chance. Ich bin halt mit ganz anderen Vorstellungen und Voraussetzungen halt reingegangen ins Rennen und das ja, war dann halt leider ein bisschen bitter. Aber ja. Aber ich meine, auf der positiven Seite, was man jetzt mitgekriegt hat, es ist jetzt dann nichts bleibend Schlimmes, sondern es war einfach zu dem Zeitpunkt scheiße, aber ist jetzt da wieder gut und du kannst wieder laufen und passt ja. Wieder. Definitiv, ja. Das war ein blöder Schritt am Start gewesen sein, als wir halt 2 Stunden dort halt herumstehen und dann halt doch mit relativ viel Begeisterung weglaufen, einfach irgendwo ein falscher Schritt, irgendwas verrissen im kleinen Bereich, ja, und dann tust du halt eben das auf 90, 80 Kilometer ausgleichen und irgendwann, ja, tut da halt dann der ganze Bewegungsapparat weh, wenn du zu viel ausgleichst und das war halt dann eben der Fall. Und die Beine und der Geist war zwar noch ein bisschen willig, aber ja. Fleisch war schwach. Wie hast du das Rennen eigentlich grundsätzlich erlebt? Also vom war das Tempo, also es hat echt im Fernsehen in der Übertragung arg ausgeschaut, war das Tempo wirklich so brutal hoch? Also wie haben die Leute agiert? Sind die wirklich gleich so losgestürmt, als ob es keinen Morgen gab? Das definitiv, das Tempo wird von Jahr zu Jahr immer extremer und hat man natürlich jetzt auch gesehen mit den Sub-20, die gebrochen worden sind, also das ist schon unglaublich und ja, also auch vom Rundherum wird es von Jahr zu Jahr immer mehr superlativer, das Ganze, das kann man positiv oder auch negativ sehen, also jetzt lange ich die Lichtinstallation, die da Hocker hingestellt hat bei Notre Dame de la Gorge, da hintere haben sie also auf 100 Meter, 1 Kilometer Lichtinstallation Bogen hingestellt. Das war halt schon heftig, sagen wir mal so. Also es hat dann schon ein bisschen halt irgendwie auch Kirmes-Charakter, muss man sagen. Aber ja, es ist halt ein Riesending halt einfach, ja. Ich muss sagen, zum Zuschauen hat es geil ausgeschaut. Also, und ich denke mir auch die ganze Zeit, wenn du so weit vorne bist und mit dieser Live-Übertragung sagst, so geil die ist und so toll es ist, dir zuzuschauen, aber das musste als Top-10-Läufer doch auch wahnsinnig am Nerv gehen, dass da ständig irgendwer mit dem Auto neben dir herfahrt, irgendeine Drohne über dir herum surrt oder die ständig, du hast ja quasi trotzdem nie eine Ruhe, oder? Also das kann ich mir auch fast nicht vorstellen. Also wenn du da wirklich in die Top 3 laufst, wo dann halt wirklich die ganze Zeit teilweise ein Radfahrer vor dich herfährt und die filmt, wo du ja
Das muss schon eine nervliche Herausforderung sein. Ja. Also, puh. Ja, na, wobei, du bist ja relativ weit vorn mitgelaufen und kriegst das ja mit. Ist das überhaupt vergleichbar mit irgendeinem anderen Lauf? Also, weil einfach die mediale oder die ganze Berichterstattung ist ja wirklich brutal beim UTMB im Gegensatz zu was auch immer, nämlich. Es gibt schon viele andere Events auch, wo mittlerweile, was weiß ich, beim Großglockner versuchen sie ja auch mitzufilmen und so weiter und so fort, aber es ist alles ja drei Nummern kleiner aufgrund der Starterzahlen, der Bekanntheit und so weiter und so fort. Und dort ist es ja wirklich brachial. Ja. Also ja, genutzt alleine ist ja nichts mehr. Im Bitztal oder beim Großglock, da gibt es das ja auch jetzt mittlerweile, aber da erlebe ich das ja auch, weil da bin ich halt dann weiterfahren und das ist aber immer dann cool, weil eigentlich die Kameraläufer, die kenne ich ja auch natürlich, was eben von Österreich sind, so wie Michael Geisler und so, und mit denen kann man sich dann halt wenigstens ein bisschen unterhalten, aber jetzt so beim UTMB, wo dann ja, weiß nicht, zwei, drei Leute mitfahren und die kennst du dann überhaupt nicht, das stelle ich mir echt ein bisschen schwer anstrengend vor. Ja. Weil du wirst ja dann trotzdem, bist ja trotzdem in dich gekehrt und wirst halt die Leistung abliefern und dann hast du aber ganz halt die Kamera vor dir und du bist ja davon wahrscheinlich vollkommen beobachtet. Ja. Also, ja. Ja, stellen wir euch gleich vor. Aber ich muss auch dazu sagen, 2020 habe ich mir auch die Live-Übertragung vom UTMB angeschaut und gefesselt zugeschaut. Das ist halt einfach sensationell. Also, super gemacht und aufgebaut und geil. Ja. Mhm. Und bringt auch unserem Sport die mediale Aufmerksamkeit, die auch diese Top-Läufer und Athleten halt auch wirklich verdienen. Ja. Als Zuschauer ist genial, finde ich. Und ich finde auch irre, wie sie da über 20 Stunden das kommentieren können. Es ist nie so großartig Fahrt. Das ist ja auch irgendwie eine Leistung. Und ich meine, ich weiß nicht, diese letzte war immer auch der Dylan Bowman, glaube ich. Moderiert. Also nicht so, dass da irgendwer da vor den Mikrofonen sitzt, sondern auch die sich da wirklich auskennen und die da auch wirklich so ein bisschen erzählen können, was da in den Köpfen der Läufer so abgeht. Also das ist schon echt geil gemacht und man muss auch fairerweise sagen, keine Übertragung kommt da ansatzweise und die vom UTMP heran. Also die bei aller Kritik, die stellen da schon was auf die Beine, was seinesgleichen sucht. Ja, ich muss sagen, es ist insofern faszinierend, dass es nämlich auf so eine lange Distanz so gut funktioniert, weil wenn man sich eben die langen Radlrennen anschaut, wo es genau keine Berichterstattung gibt, beziehungsweise bei Wettkämpfen, also bei Marathon oder was auch immer, beim Marathon hast du das noch in der Stadt, aber da ist es relativ easy mit Motorrad neben mitfahren. Du hast das ja bei Bergläufen sonst nur bei irgendwas bis Marathon. Also was er sieht beim Marathon du Mont Blanc, haben sie auch eine super Übertragung. Oder beim Berglauf, nur es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt da 10, 15 Kilometer Berglauf übertragen musst mit ein paar statischen Kameras im Endeffekt. Oder ob du jetzt da über 20 Stunden Menschen, die wirklich Minuten voneinander entfernt sind, irgendwie sinnvoll oder packend in eine Geschichte verpacken musst. Ich glaube, das ist moderatorentechnisch auch gar nicht so einfach. Weil, definitiv, ja. Also es ist logistisch und allem drum und dran eine riesengroße Herausforderung. Nein. Und das setzen sie immer wieder Superlativen und machen es schon extremst gut. Ja. Und, ja. Gibt's nichts. Und sonst kriegst du so Sachen wie Kilian versus Mathieu gar nicht so mit, was sie da quasi wirklich lang abgespielt hat. Oder vor ein paar Jahren war es der Devenar gegen einen, ach Gott, wie heißt der Amerikaner mit Schnauzer? Zach Miller, genau. Also, wenn man sich das anschaut, wie die beiden sich da in dem Downhill gegeben haben, du kannst das ja gar nicht vorstellen, wenn du das nicht wirklich gesehen hast sonst da. Ja. Sondern denkst, ja, die werden halt gemeinsam gelaufen sein. Und dann siehst du es und denkst da, nur Respekt. Ja, das Ganze natürlich jetzt mit dem Wormsley und das die ganze Geschichte aufgebaut und das macht einiges her. Aber das heißt auch, du kommst,
Richtig, aber das heißt auch wie bei einem guten Hollywood-Film, du kommst auch wieder. Gibt es kein Happy End oder muss es ein Happy End geben? Oder? Es gibt immer ein Happy End. Genau. Und ist noch kein Ende, ist noch nicht das Happy End, dann ist es noch nicht das Ende. Richtig, richtig, richtig. Genau, das ist die richtige Überleitung, ich komme wieder. Keine Frage. Ja. Wissen wir jetzt eigentlich schon, ob wir kommen dürfen oder wissen das eigentlich? Ich hab das immer noch nicht. Ja, das ist noch immer eine große Frage, aber laut den Regularien, ich habe es mir jetzt extra letzte Woche nochmal durchgelesen, was mich wirklich interessiert hat, sollte es sein. Also nachdem der Peter ein bisschen verdutzt 70, schaut. 250, Elite-Startplatz für nächstes Jahr UTMB haben, ja. Ah, interessant. Das heißt, dadurch, dass ihr einen Eiger gewonnen habt, habt ihr quasi ein Freilos für ein UTMB nächstes Jahr. Im Sinne von, ihr müsst nicht durch die Lotterie. Wenn das so richtig ist, weil der Eiger ist jetzt auch UTMB World Series und auch der 250er ist eines dieser Rennen und deswegen und gehört zur 100 Meilen Distanz und deswegen haben wir eigentlich ein Anrecht, keine Ahnung, wie ich das nennen will, eine Möglichkeit wahrscheinlich für den UTMB oder TDS, wie auch immer, da gleich was zu bekommen. Ja. Cool. Aber wirklich eine Zusage keine Ahnung, wenn man jetzt reinschaut und bei dem UTMB-Ding sieht man, dass man genug Stones hat und dass man sich natürlich anmelden könnte, aber ob man da jetzt über die Losgeschichte drüber springen, keine Ahnung. Aber laut Reglement klingt es einmal danach, genau. Noch als Nachtrag zum Eiger, nächstes Jahr auch der 250er wieder eben, ja, Zack bringt 6 Running Stones auch und ist sowohl Western States Qualifier, wenn man unter 90 Stunden ist, als auch UTMB im Running Stones Geschichte und auch der E101 ist Western States Qualifier, wenn man unter 22 Stunden ist. Genau, das war er dieses Jahr auch schon. Also wer nächstes Jahr sich denkt, oh, Eiger 100 oder 250, finden beide statt und es ist ab Halloween die Anmeldung möglich, ab 10 Uhr. Also, und man muss wahrscheinlich schnell sein, weil ab 10.10 Uhr gibt es wahrscheinlich keinen Startplatz mehr. Genau, also zumindest beim 100er, ja. Das war auch unsere Sorge beim 250er. Und ich bin minutenlang gesessen, habe diese Seite refreshed, damit ich mich anmelden kann. Und ich glaube, die Startnummer war auf Basis von der Anmeldung, ich glaube, ich war Nummer 5 oder so. Mhm. Also, ja, wir waren ziemlich schnell und es hat noch ziemlich lange oder bis zum Schluss Startplätze gegeben, weil dann doch nicht beim Eiger 250 so viel der Andrang so groß war. Jeden zu empfehlen. Also war echt ein landschaftlich und vom Lauf her sensationell. Also Gegend-Organisation, die Labestationen und so weiter, darf man wirklich eigentlich gar nichts sagen. Also schon sehr cool. Der steht eh schon länger auf meiner Liste, aber es ist echt schwer, außer jetzt auf die 250 Kilometer, bei dem reinzukommen, weil die echt in fast allen Distanzen wahnsinnig schnell weg sind. Interessanter Gedanke, Flo. Den nehme ich gleich. Ich möchte kurz überleiten, würden wir euch dann beide nächstes Jahr beim UTMB in irgendeiner Form sehen, wenn ihr dann den Platz wirklich bekommt? Ich bin dem gekonnt ausgewichen, Peter. Ich weiß, was du denkst. Wir wissen alle, was ich denke. Aber die Frage war grundsätzlich ernst gemeint, auch wenn ich sie gestellt habe, um den Peter auszuweichen. Macht ihr dann, also dass der Flo den macht, ja, aber Tom, würdest du dann auch in irgendeiner Form beim UTMB mitmachen, wenn das dann wirklich so funktioniert, dass der E250 dich an der Lotterie vorbeibringt? Ich sage nicht nein, aber ich hoffe auch nächstes Jahr auf eine andere Lotterie. Also Western States habe ich mittlerweile, ich probiere jetzt glaube ich dann nächstes Jahr das 7. Jahr oder so, also irgendwann einmal vielleicht auch da ein Losglück, dann wäre das wahrscheinlich vorab und es wäre ein anderes Training, sagen wir mal so. Ne? Und das ist jetzt eher ein bisschen Family und Planung. Wenn wir nach Amerika rüber dingeln mit der Kleinen, dann verbraucht man da wahrscheinlich schon ein bisschen was an Urlaub. Dann ist die Frage, wie es mit dem UTMB ausschaut. Und ein Western UTMB Double ist nicht einfach, selbst wenn man ziemlich Vollprofi ist. Ne? Also, ja, wenn du beides gewinnst, dann hast du den Jim mal was voraus. Ja. Zwei.
Kannst du dem Jim zeigen, wie das geht? Ich meine, der Jim ist auch noch nie 250 Kilometer gelaufen, also da bist du ihm auch was voraus. Ich glaube, mit dem Double kannst du einen François einmal sagen, wo der Battle most ja heute. Nein, also. Ja, aber gut, der hat zumindest jetzt das Hard Rock und der hat Hard Rock UTMB gemacht, ja. Und das ist ja noch näher, das ist 2 Wochen näher, glaube ich. Ja, aber das ist halt beides in den Berg. Der Western State so als Hegelpartie. Wobei, wenn man das ist ja der Wachau-Marathon, der 100 Meiler. Netto geht's bergab. Genau. Also direkte Antwort, es ist definitiv im Hinterkopf. Ist immer nicht schlecht, wenn man den Möcher hat, zum MotoMB zu gehen. Gibt schierere Gegenden. Wohl wahr. Ja. Das ist auch wahr. Wobei, du warst auch in einer sehr, sehr schönen Gegend dieses Jahr noch. Weil du hast ja nach dem Eiger relativ lang pausiert, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also du hast nicht 3 Wochen nach da gedacht, hurra die Post. Aber hast den Trofeo Klima gemacht. Genau. Also wie gesagt, das ist gleiches Wochenende eigentlich gewesen wie UTMB-Wochenende, kann man sagen. Und ein kleines, sagen wir so, genau das Gegenteil vom UTMB-Hype eigentlich, weil das ist sehr, ja, also nicht so viel Damm, relativ, also schon auch nicht leicht reinzukommen, natürlich als technisches Rennen, definitiv kurz, unter Anführungszeichen, mit 52 Kilometer und 4200 positiven Höhenmeter. Und halt auch nicht das laufbare Rennen, sondern es geht entlang des Sentiero Romana, also im Val di Mello ist das. Das kennen eher Boulderer und Kletterer, also Granitzeugs, mit ein bisschen Seilversicher drauf und runter. Also man macht da einige Pässe, die man sich raufhandelt und auch wieder runterhandelt und dann kurze Flachabschnitt und Anführungszeichen im verblockten Gelände und dann wieder weiter. Also extrem schön. Ich glaube, man braucht es, keine Ahnung, habe ich es nicht im Kopf, aber Männlein irgendwie 650 ITRA-Punkte, Weiblein irgendwie, keine Ahnung, 550 so in der Richtung, dass man sich überhaupt in die Lotterie werfen kann. Also es ist auch, sie verlangen auch ein bisschen was, aber sie verlangen nichts Technisches vorab. Also so wie Glencoe Skyline muss man irgendwie nachweisen, dass man klettern kann. Das ist dort nicht notwendig, aber es ist definitiv ausgesetzt. Also Leute, die Höhenangst haben, ist wahrscheinlich nicht zu raten, dass sie damit so tun. Aber extrem schön von der Landschaft, super genial. Ja, also kann man auch nur empfehlen, muss man sagen. Ja. Aber definitiv, wie du gesagt hast, ich habe lange nichts getan. Also ich habe brav versucht, einmal 2 Wochen die Füße stillzuhalten. Die waren auch, also das ist mal, was ich vom PTL gelernt habe, das Jahr davor, wenn die Füße im Eck sind, das heißt Hautblasen, was auch immer, dann dauert es halt eine Zeit lang, dass sich das erholt. Dieses Mal war es im der Eiger und davor bin ich in Kroatien so eine Zero Edition von einem Rennen gelaufen, 130 Kilometer durch an der Küste entlang, aber nur so schroffen Zeugs. Und ich habe dann auch eigentlich, ich habe nochmal einmal im Jahr einen blauen Zeh, da waren so ziemlich alle blau. Und das war im Eiger auch immer noch so ein bisschen aufpassen, dass da nicht mehr passiert. Und das war danach dann klar, dass ich jetzt ein bisschen Pause mache. Und definitiv spezifisch trainiert für dort habe ich sicher nicht, weil wenn ich bei mir vor der Haustür rauslaufe, laufe ich halt einmal 350 Höhenmeter rauf und wieder runter, ne? Und bin nicht auf 2,9 und habe nicht so ein technisches Gelände. Also spezifisches Training war null für dort. Also. Das gute alte Schöckl Sky Race. Wer kennt das nicht? Schöckl X-Trail, sehr zu empfehlen. Ja, der Schöckl ist ja tatsächlich, wenn man das gerade drauf macht, gar nicht so ohne, aber Sky Race, also so richtig ausgesetzt, das ist halt nett. Also, genau. Nein, war extrem schön von der Leistung her. Ich hätte mir mehr erwartet, aber realistisch im Nachhinein war es wahrscheinlich das, was ich zu dem Zeitpunkt verdient habe. Also irgendwie, was bin ich jetzt, war ein 78. oder so. Ne? Also genau, 78, ja. In 8 Stunden 58 und 30. Also ich bin unter 9 Stunden geblieben, genau. Ich wäre gerne unter 8 Stunden geblieben, aber nachdem im ersten Downhill die Füße schon, also nur mehr Wackelpudding waren, war das eine Schadensbegrenzung. Also zum Vergleich, wenn irgendwer wissen will, wie das zu bewerten ist, jetzt der 50 Kilometer mit 4000 und ein bisschen was Höhenmeter, ich glaube, der Streckenrekord ist bei 6 Stunden irgendwas. Und ich glaube, sub 7 bist wahrscheinlich Top 5.
Nein, Sub 7 bis 8er. Okay. Also diesmal war recht gut. Also Finley Wild hat gewonnen mit einem ziemlich coolen Zeit, ja. 6-10. Also 6-10. Das ist schon gut ab, ja. Also es ist wirklich, es ist ja World Series, also wirklich, da sind die besten Skyrunner, die quasi sonst nichts machen und auf der Distanz quasi wirklich auf das hintrainieren. Das ist wie wenn es dann, ja, eben bei einem Bergmarathon oder bei einem Berglauf, so bei einem Berglauf, nur Bergläufer hast, die wirklich diese 10 Kilometer volle Kanone gehen können, was du halt, wenn du das aus dem Training auch so laufst, halt nicht groß mitreden kannst. Vor allem, wenn du sagst, naja, in der zweiten Nacht hätte ich es schon gehabt. Nur, dass es halt auch die 10 Kilometer die zweite Nacht nicht gibt. Aber trotzdem, großartig. Du kannst es auch jedem empfehlen, aufgrund der, also von der Schönheit der Gegend. Aber auf jeden Fall, man muss nur sagen, nicht 2023, weil das Rennen ist nur alle 2 Jahre. Und ich habe eigentlich Corona-bedingt verschoben aus 2020 den Startplatz gehabt und hab meine Freundin und Kleine überreden können, dass ich das ausnutzen darf und dass wir da hingefahren sind. Ja. Apropos, verschoben von 2020. Du hast ja gesagt, Western States wäre eine Idee. Hast du nicht nächstes Jahr noch einen Startplatz von 2020 über? Ja, es steht, eigentlich habe ich noch einen Startplatz für Leadville. Den habe ich, der ist hin und her geschoben worden, ohne Ende, aufgrund von Überbuchung hin und her. Und der ist jetzt eigentlich nächstes Jahr das Jahr, aber das ist zu knapp am UTMB. Also das wäre entweder UTMB oder Leadville, beides geht nicht. Und ein Triple ist, glaube ich, da darf ich dann definitiv ausziehen, sagen wir mal so. Ein, der auszog, um das Triple zu machen. Ein schöner Filmtitel. Aber es wirkt jetzt nicht so, als würde das wollen, dass der Film so. Also wie gesagt, Leadville als, sagen wir mal, UTMB geht nicht, findet nicht statt, was auch immer. Western States verschiebt sich um wieder ein Jahr, weil kein Losglück, kann ja passieren. Manche probieren schon seit 10 Jahren oder so. Mhm. Dann ist das eine Option, aber natürlich auch dann eine lange Reise und wäre schon cool. Also wie gesagt, ich war 18, 19, weiß nicht, wann bin ich Transrockies gelaufen, waren wir drüben in der Gegend, das heißt, ich kenne den eigentlichen Hopeis, sind wir im Rennen beim Transrockies auch gelaufen und so, ich kenne die Gegend, super schön und wenn es sich ausgeht, klar, ganz gerne, aber da müssen noch zumindest 2 andere mitreden, schauen wir mal. Ja. Also könntest du den, weil jetzt von denen mehrfach verschoben worden ist, könntest du den jetzt nochmal schieben und sagen, Leute, nächstes Jahr geht's nicht, mach's übernächstes Jahr? Weiß ich nicht, müsste ich probieren. Also ich werde es auf jeden Fall probieren, weil das Startgeld ist schon, glaube ich, 2020 abgebucht worden und das war auch nicht so wenig. Also das ist schon so in der Liga vom Eiger eigentlich, vom Langen, also wenn nicht sogar drüber, glaube ich. Also das ist, von was, welche Liga sprechen wir? Irgendwo $450 oder so. Also man will das jetzt nicht, man will es nicht herschenken, aber ein Flug nach Amerika für 3 Personen und 3 Wochen Urlaub und Retour sind noch einmal ein paar Euro mehr, nennen wir es einmal so. Ja, klar. Aber es ist jetzt dann definitiv nichts, wo man sagt, mache ich mal schnell am Wochenende ohne nachdenken und gibt das Geld aus. Mhm. Obwohl es so ähnlich war, wahrscheinlich. Ne? man rutscht dann relativ schnell mit der Hand aus und es denkt dann nicht immer so nach. Aber jetzt in Graz wahrscheinlich auch schwer zu trainieren. Also die Grazer Berge sind jetzt nicht dafür bekannt, dass sie irgendwie so auf 3.000-4.000 Meter sind, dass man das irgendwie Leadville gut simulieren könnte. Ich glaube, auch davor, auch vom Eiger habe ich jetzt nicht die Höhe explizit trainiert, vielleicht. Bei Leadville wäre es dann schon der Fall, dass man allein urlaubstechnisch schon ein bisschen vorher hinfliegt und idealerweise zumindest 10 Tage sich in der Gegend akklimatisiert einmal. Ne? Das haben wir jetzt beim Eiger auch nicht gemacht, oder Flo? Ich weiß nicht, wie weit du jetzt Höhentraining oder Höhenzelt verwendet hast. In meinem Fall eher nein. Ja, auch nicht. hat euch die Höhe, tut die euch was? Also merkt ihr diese Höhe, wenn ihr sagt beim Eiger, wenn du einfach permanent über 2000 bist oder oft über 2000, weil viele sagen ja zum Beispiel beim Hard Rock, dass die Höhe, auf der dieses ganze Rennen ist, noch einmal eine ganz andere Dimension
in diesen 100 Meiler bringt, einfach weil die Luft einfach brutal ist. Na gut, da geht es halt auf 4000 drauf. Das ist halt dann schon eine andere Höhennummer. Aber nein, also beim Eiger habe ich eigentlich gar nicht gespürt, weil du halt eh immer rauf und runter kommst und ja, dementsprechend da eh häufig schnell unterwegs bist. Das Einzige beim Pitztag, muss ich sagen, weil da bin ich halt wirklich am Tag davor halt, also nicht gar nicht am Tag davor, sondern am gleichen Tag halt hingefahren und dann gleich gelaufen und da kannst du halt einfach, ja, ich wohne auf 300 Meter hinfahren, 1700 Meter im Pitztal und dann auf 3000 auf diesen Mittagskugel. Da ist man schon ein bisschen die Luft im ersten Anstieg ausgegangen, aber ja, dann ist eigentlich ganz gut weitergegangen. Also, ja, ich gehe dann ja auch schnell vorbei, wenn du da nicht drüber bist und genug trinkst und auf der anderen Seite wieder runterkommst. Ja, was mir in dem Zusammenhang immer wundert, das hat jetzt halt mit euch beiden überhaupt nichts zu tun, aber ist, dass jetzt da wenig international bekannte Ultraläufer in diesen hochalpinen Geschichten unterwegs sind aus, weiß ich nicht, Nepal, Äthiopien, also einfach, wo du sagst, die leben und trainieren einfach in der Höhe, die müssten ja gerade bei diesen hochalpinen Geschichten, müssten sie denken, super, wieder heim, Lungen wie Blauwale, ab dafür. Und alle, die jetzt aus den Niederungen kommen, wie unser eins, müssen sich einmal irgendwie überhaupt dran gewöhnen, wie das dort oben ist. Mich wundert, dass es da nicht so viel gibt. Sind das eher andere Geschichten, warum die nicht bei den Dings teilnehmen und nicht jetzt? Also ich meine, da hat es eher dann mit sozialen Problemen zu tun, dass die halt jetzt nicht das Geld haben, dass sie da irgendwie reisen. Ja, und dass es wenig Preisgeld gibt, weil ihr habt jetzt beim Preisgeld gibt, ja. Ja, ich meine, beim Eiger habt ihr. Ist der Eiger so gut dotiert wie der Wien rundum und um? Also das, sagen wir so, wir haben danach ein alkoholfreies Bier bekommen. Dann müsst ihr in Wien rundum und um laufen und gewinnen, weil da kriegt ihr nämlich ein Brot. Einen ganzen Leib. Aber den nicht zu schnell aufessen, weil sonst... Nicht auf einmal essen. aber nachdem wir Leadville und Western States schon so ein bisschen anklingen haben lassen, was habt ihr eigentlich jetzt noch, also habt ihr dieses Jahr noch irgendwas am Plan, wo ihr sagt, auf das fiebert ihr hin oder ist schon alles auf 2023 jetzt ausgerichtet? Puh, ich muss sagen, ich bin natürlich jetzt aufgrund vom UTMB ein bisschen unzufrieden und ausgelastet. Ich weiß noch nicht, ob man nicht vielleicht kurzfristig etwas reinlaufen könnte noch dieses Jahr. Schauen wir mal. Aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall die Trail-Weltmeisterschaft in Österreich, bitte. Ja. Ganz, ganz groß. Innsbruck und Innsbruck. Ja, Innsbruck ist ein Dings und das andere ist Pitztal, oder? Nein. Stubaital, ja. Tal halt. Also Innsbruck-Stubaital. Was ist bei diesen Weltmeisterschaften? Also was ist da alles dabei? Skyrunning, Berglauf, Ultra, also wie kann man sich das vorstellen? Ja, gute Frage. Ich bin morgen erst bei der Pressekonferenz. Mich interessiert hauptsächlich natürlich der Ultra, ganz klar. Aber es gibt, glaube ich, eben auch die anderen Distanzen, die vertreten sind. Und ja, ich hoffe, wir können da eine wirklich sehr gute österreichische Mannschaft aufstellen, weil natürlich Weltmeisterschaft im Heimatland, da müsste man schon ganz vorne mit dabei sein. Und ja, dass wir da halt dementsprechend alles auslegen für Mai 2023. Und ja. Ich glaube, das Ganze ist am 1. bis 4. Juni, wenn ich mich nicht täusche. Findet das Ganze statt. Da ist natürlich die ITRA ist dabei, Berglauf-Weltmeisterschaft ist auch dabei. Also wirklich die einfach nur Rauflauf-Menschen, die ich nie verstehen werde. so ganz ohne Downhill.
und halt die Ultra Running Association ist dabei. Was mich ein bisschen verwirrt ist, wenn das Anfang Juni ist, man merkt nicht wirklich, dass sie irgendwelche anderen Veranstaltungen groß jetzt da anpasst hätten, weil man denkt sich, ja, wenn das jetzt, wenn die großen Verbände sagen, wir machen jetzt eine Weltmeisterschaft, dass man sich denkt, na gut, dann schaut man, dass die anderen bekannten Rennen jetzt da vielleicht eine Woche vor, eine Woche zurück oder so geschippert werden, weil sonst da teilen sie halt die Weltklasse-Athleten einfach auf. Meinst du, haben das Weltmeisterschaften wirklich so eine Anziehungskraft auch im Trail-Bereich? Wie, was denn, UTMB, Western States? Ich hoffe, es wird mehr, auf jeden Fall. Mhm. Ich hoffe, dass das halt jetzt ein bisschen auch wegkommt vom, sagen wir mal, sehr sponsorlastig getriebenen Veranstaltungsreihen, die dann halt hauptsächlich nur ihre eigenen Athleten halt hinschicken in die diversesten Veranstaltungsserien, dass das halt viel mehr dann halt in die Richtung geht, dass eben solche Weltmeisterschaften, die halt wirklich so internationalen die Besten der Besten halt zusammenholt, den Charakter dementsprechend hat und jedes Land halt dementsprechend die Besten hinschickt, dass das halt trotzdem vermehrt jetzt angenommen wird und dass ja Innsbruck vielleicht einer der Ersten ist, die das unter Beweis stellt und das mehr in die Richtung geht. Wenn man sieht, eben die anderen, ja auch Marken machen natürlich keinen schlechten Job, aber es ist dann halt trotzdem ja kein Vergleich, weil, wie gesagt, die Marken halt dann ihre Leute zu den eigenen Rennen schicken, egal. Naja, klar. Das ist ja dann nicht der internationale Charakter oder einer Weltmeisterschaft würdig ist. Ich meine, vielleicht ist es für den nächstjährigen IATF vielleicht ein bisschen ein Nachteil, weil der ist auch Wochen davor. Also die Leute, die bei der Weltmeisterschaft antreten, werden jetzt wahrscheinlich nicht aus dem Training heraus da vorne einen 100er einstreuen, eine Woche davor, könnte man vorstellen. Naja, aber wenn du den Podcast jetzt gehört hast und weißt, dass du 250 Kilometer gewinnst, in drei Wochen später einen 100 Kilometer Lauf, kannst du da schon überlegen. Ja, vielleicht haben wir da ja einen Kandidaten in den Reihen. Wenn man schon in der Gegend ist, dann nimmt man das mit. Da brauchst du dann nur das eine Zimmer reservieren. Das geht sich aus. Das ist viel einfacher. Ja, wobei, ich glaube, dass Innsbruck tatsächlich auch eine wirklich gute Station für sowas ist, weil, also infrastrukturell gesehen, du hast mit Tivoli und mit dem Ganzen hast du ein Veranstaltungsgelände, das super ist. Du bist von allen Seiten gut erreichbar. Also wurscht, ob jetzt da aus Italien, ob aus Deutschland, von wo auch immer, per Flugzeug, wenn es sein muss. Also es ist zentral. Und du hast halt wirklich, also von Innsbruck zum nächsten Berg, weiß ich nicht, 17 Minuten zu Fuß. Und dann geht es irgendwo in den Hügel auf. Also das ist jetzt ja nicht so, dass du sagst, oh, wir müssen jetzt da so und so weit fahren, bis wir bei irgendeiner Trailstrecke sind, sondern du bist da ja wirklich quasi umgeben von coolen Trails. Das ist definitiv, ich glaube, das ist ein Flair eben Stadt und die Berge ringsum. Das ist schon eine einmalige Kulisse. Ja. Und ich glaube, das zieht auch hoffentlich viele Athleten dementsprechend an und viele Länder. Ja. Es ist der Chamonix Österreichs. Ich wollte dieselbe Formulierung gerade bringen und es hat aber wirklich was, weil du hast wirklich eine relativ kleine Stadt und dann halt wirklich rundherum richtig coole Berge und Trails. Also ja. das geht schon. Und nachdem auch keinem Tivoli mehr Fußball spielen will oder kann, weil er das Geld dafür hat, kannst du das Veranstaltungsgelände eigentlich nur noch größer machen. Das ist richtig, aber Flo, denk nicht einmal dran. Der Verteilerkreis wird halt trotzdem nie zentral fürs Trailrunning. Im Verteilerkreis wird noch weiter der beste Fußball in Österreich gespielt. Also von daher, das passt schon. Wirklich? Wer wird denn eingeladen? Ach ja. Das heißt, du ist das Team ist noch nicht fest, aber du bist definitiv motiviert, bei dieser Weltmeisterschaft mit anzutreten.
Könnte man das so sehen? Genau, ja. Also die Nominierten stehen noch nicht fest, aber ich bin bis unter die Haarspitzen motiviert. Ja. Cool, ich war bei einer Weltmeisterschaft dabei in 2017 oder 2018 in Portugal und das war schon sehr, sehr cool. Ja, und das ist so jetzt in der Heimat zu haben, also auch eben mit diesem ganzen rundum eben diese Eröffnungsfeier mit den Fahnen und allem drum und dran, und das ist schon sehr, sehr cool, muss man mal erlebt haben. Ja. Na, das, also auf das freue ich mich, ja, und ich hoffe, wir werden das ganz nahe begleiten, weil wenn es nicht so weit weg ist, kann man da auch ganz gut mitfiebern. Und ich hoffe immer, dass es mehr mediale Aufmerksamkeit noch erkriegt wie irgendwelche Trailrunning-Europameisterschaften, die großartige Leistungen hervorbringen, aber halt auch anwesend sind. Aber grundsätzlich überhaupt nicht interessieren, wo im UTMB-Wochen viel, viel mehr quasi mediale Berichterstattung kriegt. Also da hoffe ich, dass das Innsbruck und das Organisationsteam und alle, die irgendwie damit zu tun haben, wirklich mal sagen, Leute, schaut euch das an, das ist cooler Sport, auch zum Zuschauen. Und er ist vor allem vor unser aller Haustür, weil selbst von Wien ist es nach Innsbruck 4 Stunden im Zug. Ja, ich glaube, das liegt auch an uns, dass wir das halt in unsere Communities und dergleichen weitertragen und sagen, bitte, schaut euch das an, das schickt die Besten der Besten. Machen wir das Cooles draus. Also nicht zum Western States, sondern zum Western Skilift fahren. Mhm. Aber das geht ja wirklich perfekt an. Anfang Juni, Ende Juni, das passt perfekt. Also, na. Ich glaube, du musst ihn einfach anmelden. Aber wie lang ist die Ultradistanz? Die wird ja nicht 100 Meilen sein, die wird ja kürzer sein, oder? Ich glaube, sie wird sich da eben zwischen 90 und 100 Kilometer bewegen, ja. Also ganz schön schnell. Ich wollte gerade sagen, es ist von Tom, ist das eher ein kurzer Lauf. Ja, aber das ist das Gute eben für den Western States, muss der auch schnell sein, was ja eher hügelig ist. Also das ist optimal. Ein optimaler Aufbauwettkampf, ja. Das tut mir auch immer so. Aber beim Marathon vorher einen Halbmarathon laufen schnell und dann den Marathon. Das ist Oder falls du das zu kurz ist, der Ian Sharman hat das mal gemacht, dass er Boston zuerst zurückgelaufen ist, die 42 Kilometer, und dann im Marathon gelaufen ist. Also du könntest einfach die Strecke zurücklaufen und dann startest bei der WM und dann sind es 180 Kilometer und ist dann wieder okay, oder? Tja, das musst du jetzt nur noch daheim erklären. Alles andere. Also die Frage ist nur, ob bei der Trail EM da nicht der Alterslimit ist. Wahrscheinlich voll da schon raus. Ach so. Ja, unter 18 darfst du, glaube ich, nicht mitmachen, aber das geht sich knapp aus. Schleimer. Das ist ja auch nur, weil du in derselben Altersklasse mitspielst. Du weißt gar nicht, dass das gar nicht so lustig ist, wenn du Dom in der gleichen Altersklasse bist. Wenn du halt immer dahinter bist, das ist irgendwie auch nicht so geil. Ja, habt ihr sonst da für nächstes Jahr irgendwas vor, was sagt, muss sein, wollen wir machen? Wobei bei beiden vielleicht UTMB und Dom, der Western States, wenn er denn kommt, oder Leadville, die Trail-Weltmeisterschaft beim Flow. Und der Rest fliegt einfach so vorbei. Was sagt's, was sich heute ausgeht? So ist die Theorie. Genau. Wir werden an dieser Stelle dann berichten, wie die Praxis dann verlaufen ist nächstes Jahr. Oh ja, oh ja. Wir werden euch wieder vors Mikrofon zerren und fragen, wie war's denn? Gerne. Ja, das würde uns sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, Innsbruck, vielleicht sehen wir uns da ja wirklich, weil ich habe schon vor, dass wir das durchaus mitbegleiten. Weil Weltmeisterschaft im eigenen Land, in der eigenen Sportart, hast du jetzt auch nicht alle 14 Tage.
Vermutlich absolut. Nicht. Ne? Ja. Jo. Das sind eigentlich die perfekten Schlussworte, oder, Peter? Das ist wohl wahr. Wenn ihr beide noch was habt, werdet es los. Ansonsten drücke ich einfach auf Stopp. Na, auf jeden Fall danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank. Schöne danke Erinnerung. Fürs Kommen. Ja, danke, danke. Und Schlusswort, ja. Tom. Ich habe gerade heute habe ich noch ein Erinnerungsfoto vom Eiger 250 bekommen. Okay. Weißt du, welches? Eine Radarstrafe vom Heimfahren in Deutschland. Um 1 in der Früh. Von mir. Von mir. Ich bin eindeutig am Foto mit zugemachten Augen drauf. Ich weiß nicht, ob die Strafe, das habe ich nicht herausgelesen, ob die wegen Schlaf am Steuer oder wegen zu hoher Geschwindigkeit ist. Das muss ich mal genau anschauen, aber eines von beiden. Wir werden sie uns teilen, oder? Du schickst mir die Hälfte der Rechnung. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, da hat es auf einmal so komisch blitzt und ich bin wieder aufgewacht. Das war eindeutig. Als Erklärung für alle, wir haben einen Fahrassistenten gehabt. Also vielleicht. Einen elektrischen Fahrassistenten. Alles klar. Ja. In diesem Sinne. Na, danke. Danke. Ciao. Tschüss.